Gehen wir mal noch hier runter, weil da unten ist, glaube ich, Jorgensen. Und da gibt es dann eine Karte, dass wir uns da besser zurechtfinden. Ah, das ist nicht Jorgensen. Lord Pappnase. Hallo, na? Ihr poppigen, peppigen Pappnasen? Es geht. Seid ihr heute auch so müde wie ich? Ich bin heute müde. Entschuldigen Sie mal, ich popel ja gar nicht. Ich verbitte mir diese haltlosen Unterstellungen hier. Ach, schlafen wird überbewertet. Was habe ich heute Schönes gemacht? Ich habe E-Mails bearbeitet. Ich habe sehr, sehr viele E-Mails bearbeitet. Unmengen an E-Mails, Tausenden von E-Mails, Milliarden von E-Mails. Und das wird morgen genauso weitergehen. Das wird super. Und übermorgen werde ich das auch tun. Und übermorgen auch und übermorgen auch. Sehr viele Mails arbeiten ist toll. So viele Mails, ey. Freut mich ja für dich. Ja, bla bla blub. Ey, was laberst du, Franzi? Was laberst du? Ich werde immer nervös, wenn ich. Ich werde immer sehr nervös, wenn ich bestimmte Mail-Überschriften lese, die ich jetzt gerade noch bekommen habe. Was eine Riesennase. Ah, das ist gut, namenlos. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist eine gute Taktik. Funktioniert die? Das soll ich auch mal probieren. Ja. Und guck mal, das zweite Ding hängt wieder. Ich hab's wieder aufgehangen. Es war nicht kaputt. Jetzt ist nicht mehr Schrödingers Display. Jetzt nicht mehr gleichzeitig kaputt und ganz, solange ich es nicht angucke. Ich glaube, ich werde heute auch irgendwann während dem Stream eine kurze Pause machen, weil ich muss dringend was essen. Ich habe solchen Hunger. Ich habe solchen Hunger. Und ich habe noch Cevapcici da. Frisch vom Metzger. Cevapcici. Kennt ihr Cevapcici? Lecker. Mit Pommes. Mit leckeren Pommes. Ansonsten, wie geht's euch denn? Geht's euch gut? Gibt's schon Sendeplan bei Rocket Beans? Gleich mal gucken. Ich bin neugierig. Rocket Beans Sendeplan. Gibt's da schon was? Ich bin hyped. Ich bin naseweiß. Oh ja, dieser Pulli ist ultra gemütlich, Fronxy. Der ist von Outfittery tatsächlich. Ich habe mal ein, zwei Bestellungen damals bei Outfittery gemacht. Richtig, richtig cooler Laden. Da schickst du deine Größe hin, Maße und so, Penislänge. Und dann schicken dir was Passendes zu. Du musst du nicht selber aussuchen im Laden. Ach, Gyros Schmyros, sage ich mal. Ah, Gehört dem Lord. Wirs, vielen lieben Dank für 13 Monate Treue. Wie geht's dir? Ich hab dich vermisst. Alles gut bei dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Du geile Nase. Hast ja auch schon eine Goldnase. Gott, ist das lang her. Dabei. OnlyFans macht den Policy Change doch nicht, was? Was? What happened here? What happened there? Aber interessant. Ja, wie geht's euch? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mal gucken. Auch eine Couch für die Musikecke, glaube ich, ausgesucht. Es ist zwar nicht genau die ich haben wollte. Ich wollte eine ganz kleine L-Couch. Aber so ganz kleine L-Couches findest du einfach.
Langsam kehrt die Illusion von Normalität ein. Das ist doch sehr schön. Das ist doch schön. Also ich droppe keine Frames. Ich droppe keine Frames, das ist alles okay. Vielleicht muss ich die Qualität ein bisschen niedriger stellen, Karo. Vielleicht muss ich die Qualität ein bisschen niedriger. Ich weiß. Hätte es, glaube ich, auch namenloses, ja. Ja, korrekt. Ja, wenn dann Leute wieder ein bisschen Risen Decks build, aber wir kommen heute mindestens Kapitel 3. Ja? Kapitel 3, wenn nicht sogar 4. Vielleicht schaffen wir sogar 4. Mal gucken. Aber wir kommen heute in Risen wahrscheinlich richtig, richtig weit. Das wird ein Riesenspaß. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau wir waren. Ich glaube, wir wollten Paddy befreien beim letzten Mal, ne? Paddy wollten wir befreien. Ah, macht Twitch heute Probleme. Okay, hoffen wir mal, dass es besser wird dann gleich. Wir daddeln mal einfach. Wir gucken, wie es läuft. Gibt ja im Nachhinein immer noch das VOD. Gibt's Tumblr noch? Nutzt das noch irgendjemand? Das ist bestimmt verlinkt auf irgendwens MySpace-Seite oder so. Wo zum Fick sind wir hier? Ah, wir waren in diesem Dungeon, ja genau. Ah, ja, bei den Ruinen. Richtig, wir haben gerade einen Burke erledigt, glaube ich. I remember. Und hier ist so eine kleine Steilküste, wo man runterklettern kann. Ja, genau. I remember. Schön hier. Hi, Gate. Hallöchen. Deine Mutter, du Tumblr. MySpace. Hi, Angry Nacho. Was liegt denn da? Eine Rezeptur, wie schön. Sehr schön. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn MySpace überhaupt? War das sowas wie Facebook oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die ganzen Social-Media-Dinger damals nicht kapiert. Ich habe auch Tumblr nicht kapiert. Das war für mich alles böhmische Dörfer. Waren wir in der Truhe schon? Muss ich alles nochmal nachgucken kurz. Ja, waren wir auch schon. Sehr gut. Dieser ganze Social-Media-Kram, der ist auch ein bisschen komisch für mich. Moin, Tortor. Ich hab mich nicht warm. Ich habe ja auch einen Twitter-Account. Ich tue mir da aber echt schwer, was zu twittern. Weil ich denke mir jedes Mal, was soll ich denn da? Wen interessiert's denn, wenn ich da was twitter? Manchmal habe ich so einen Geistesblitz, was ich dann twittere, aber ich weiß nicht, ich bin in diesem Modus nicht drin. Das ist einfach nicht meine Welt, dieses Social Media Dings Kram. Ich brauche glaube ich mal einen Social Media Verantwortlichen hier. Wer meldet sich freiwillig? Wer hat Bock? Ruckelt bei euch allen der Stream? Oder ist wieder nur vereinzelt bei manchen?
Weil ich lasse meinen Stream nebenbei herlaufen, bei mir läuft es immer wieder alles. Ich hätte lieber was zu zwitschern, als zu twittern. Ruckelt bei euch auch allen? Hm. Das ist ja immer wieder Switch. Ja, wir machen erstmal weiter, ob es besser wird. Vielleicht wird es besser. Wir geben dem Stream mal noch eine halbe Stunde eine Chance. Leute, wir geben mal noch eine halbe Stunde eine Chance, dann gucken wir mal. Wer weiß, was Twitch da gerade wieder macht. Wirs meinte ja, das ist ja auch in anderen Streams, ne? Gehe ich davon aus, dass es wieder an Twitch liegt. Dass manche Streams ruckeln. Twitch ruckelt bestimmt, weil ich meinen Energy Drink noch nicht hatte. Nichts da Namenloses. Das wollen wir überhaupt nicht herausfinden. Bei Castix war es auch so. Ja. Ja, wir sind ja beide bei Vodafone, ne? Vielleicht liegt es auch daran mal wieder. Also Frame droppen tue ich keine und mein Stream läuft auch gut. Ich weiß nicht, vielleicht sind es wieder so komische Eigenarten, vielleicht hängt es wieder vom Anbieter ab, vielleicht hängt es wieder am Browser oder sowas. Oh, Gnome, hallo? Castix hat ja zurzeit so ein bisschen Probleme, hat er erzählt auf seinem Discord. Er weiß nicht genau, was er streamen soll. Er ist zurzeit irgendwie sehr unzufrieden mit dem Stream. Ich würde ihm gerne irgendwie helfen, aber mir fällt tatsächlich nichts ein. Der ist, glaube ich, gerade so ein bisschen in der Schaffenskrise, kann das sein? Also ein bisschen mit einer App drin. Hi, Lu. Ja, ich hoffe, das beruhigt sich gleich mit Twitch. Mit Twitch. Wir hatten jetzt aber schon länger keine Ausfälle mehr mit Twitch, ne? Nette Ausbeute. Immer wieder Zeit für ein Race. Achso. Was ich wohl verstanden habe, Frongsy, ist, dass er halt nicht weiß, was er streamen soll. Wieso nicht, Caro? Das läuft bestimmt so ab im Twitch-Hauptquartier so. Ah, oh, wir hatten schon seit 2 Monaten keine Ausfälle mehr. Sollen wir jetzt aber nochmal ran? Dann müssen wir nochmal was anders machen. Meinst du, Castix kann Triangeln? Wie ist? Meinst du, der kann Triangeln? Das ist nämlich nicht so einfach. Oh ja, schick doch dein Passwort in Twitch-Chat namenloses, please. Gute Idee. Oh, warte mal, ich probiere mal was. Ich probiere mal was und sag mir dann mal, ob es immer noch so viel ruckelt.
So, gerade mal umgestellt. Wartet mal einen Moment. Dann sagt mir mal, ob es immer noch so viel ruckelt. Aber ist auch scheinbar wieder nur bei manchen, ne? Ist nicht bei allen wieder so. Wenn ich eins lieber an Twitch, dann ist es diese Inkonsistenz. Dass man nie sicher sein kann, wann was funktioniert und wann nicht. So, mal funktioniert was und mal nicht. Das ist super random. Dann auch nicht nie bei allen, sondern nur bei manchen. Dann mal oben, mal unten. Oh, wenn wir jetzt Glück haben, ruckelt es jetzt weniger. Ich habe mich mal kurz was umgestellt, das hilft manchmal. Hakt immer noch. Na, schade. Oh, Twitch. Twitch. Okay, dann kann ich auch wieder hoch. Ich glaube sogar schlimmer. Oh Gott. Oh no. Passwort 1234. Naja, dann machen wir mal weiter. Dann ruckelt es jetzt halt erstmal. Und nochmal von vorne. Wer sagt's denn? Panzergrillen. An die Ruine hier kann ich mich kaum noch erinnern. Es verschwimmt hier schon alles wieder. Lange her, dass ich Risen gespielt habe. Oder es bleibt bei Risen generell nichts in Erinnerung. Das kann natürlich auch sein. Bin aber auch mal echt gespannt, wie später in diesen Tempeln wird mit den ganzen Echsenkrieger, ob wir da mit dem Bogen genug Schaden machen. Na komm schon. Doi. Was haben die eigentlich dabei? Flügelstaub. Hi Myrtle. Du geile Schuhtechnik. Es geht. Wir ruckeln uns gerade einen ab hier auf Twitch. Nee, liegt ja nicht am Spiel. Es läuft ja hier alles flüssig. Und in meinem Kontrollstream läuft ja auch alles flüssig. Das haben gerade wieder mehrere Streamer. Strimmer. Aber so lange dauert es, glaube ich, gar nicht mehr, namenlos. Es ist noch ein, zwei Streams, oder? Würde ich schätzen. Ach, da ist ja der letzte untote Burg her. Nice. Haben wir das auch. Dann haben wir den... Ah ne, ein Vasallenring fehlt noch. Der beim Gürger, ne? Zum Gürger müssen wir nochmal. Den haben wir irgendwie beim letzten Mal nicht gefunden. Ja, ich häng fest. Ja, jetzt bloß nicht drauf gehen. Ja, da kommt Enderal. Dann gucken wir uns Enderal an. Enderal. Bin ich sehr gespannt drauf. Ist gerade so schlimm, Myrtle? Ist denn... Ich teste mal was. Ist es denn auch, wenn ich hier in Just Chatting wechsle? Damit man das Spiel ausschließt? Ist es denn dann auch? Ruckelt sie auch? Weil dann habe ich, wenn es hier nicht ruckelt, dann habe ich vielleicht sogar eine Theorie. Hm.
So, ich habe mal einen anderen Server ausgewählt. Einen anderen Twitch-Server. Vielleicht läuft der ja besser. Wir sind in der Stadt in Frankfurt in Düsseldorf. Schon der dritte Streamer, der Probleme hat. Na super. Nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Ach, und nochmal. Der Dietrich ist abgebrochen. Komm schon. Wer sagt's denn? Jetzt ist es viel besser? Okay. Dann gucken wir mal, ob es so ist. Jetzt haben wir leider nur Quality Setting 900. Jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Quality Settings. Bis jetzt brennt nichts. Ah, das wäre gut, wenn das funktioniert. Dann ist vielleicht der Frankfurt-Server überlastet. Das kann ja auch mal sein. Oder hat irgendwelche Bugs oder so. Läuft wieder. Sehr, sehr gut. Das freut mich. Das ist schön. Gucken wir mal, ob das auch so hebt. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Nautilus? Nautilusse? Nautileen? Nauti? Naughty. So. Also Ruckler scheinen bei den meisten weg zu sein. Gucken wir mal. Ich hoffe, das hält. Ihr müsst halt endlich mal gutes Internet kaufen hier. Das liegt wahrscheinlich nicht an mir oder an Twitch. Ihr braucht einfach mal gutes Internet. So nämlich. Gott, an dieses Tal kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe hier absolut keine Erinnerung mehr daran. Ich schieße einfach mal alles tot, das ist immer eine gute Möglichkeit. Ja, musst halt nur genug Geld auf den Tisch legen. Serena. Wenn du die bezahlst, dass sie die ganze Straße aufreißen, dann machen die das auch. In Risen gibt's, glaube ich, keinen Quick Loot, nein. Das wäre mir neu. Aber bis vor kurzem wusste ich auch nicht, dass es für Risen Mods gibt, von daher. Nee. Oh no, das sind schwarze Dogos. Not the black Dogos. Was mache ich denn jetzt? Vor denen kann ich wieder nicht weglaufen, ne? Und ich laufe gerade irgendwo rein, wo ich nicht reinlaufen sollte. Scheiß Dreck. Spielst du nur Bogen? Nee, ich spiele Risen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Nee, ich benutze auch andere Waffen, wenn es nicht geht. Im Moment aber Bogen, weil das ist so meine stärkste Waffe. Alles andere macht halt keinen Damage. Level up. Was machen wir denn als nächstes?
Machen wir einen Punkt in der Alchemie und dann auf Bogen. Dann haben wir das nämlich bald komplett voll. Dann haben wir auch endlich die Auswirkung. Das ist vorteilhaft. So, ruckelt es noch bei einigen oder läuft es jetzt wieder komplett flüssig? Gebt mal Feedback. Mal Feedback, ich will wissen, ob das die Lösung war. Dann können wir uns das für nächstes Mal nämlich merken. Geht wieder. Läuft, nice. Flüssig. Ja, dann lag's irgendwie am Frankfurter Server, so ein bisschen wahrscheinlich. Strange. Das freut mich, dass es wieder läuft. Liebe Mods, könnt ihr kurz auf dem Discord Bescheid geben, dass die Ruckler weg sind? Dann wissen die Leute auch Bescheid. Ist überhaupt ein Mod da? Mods schlafen. Wir haben zwei Mods da. Nice. Hallo Mods. Hallo. Hallo Mods. Grüßt euch. Wie geht's euch? Ich finde ja Wölfe in Rollenspielen als Gegner mittlerweile total ausgelutscht. Das brutale Kopfschmerzen. Aber warum machst du denn sowas? Mach das doch mal lieber nicht. Warum machst du denn sowas? Ja, platt. Jawohl. Dann ab, ausruhen. Los, hopp, hopp. Ja, die Mods werden in knuffigen Emotes bezahlt. Genau. So ist das. Wahre Geschichte. So, hier unten gab es jetzt irgendwie gar nichts, ne? So richtig? Also klar, ein paar Gegner, ein bisschen Loot, aber nicht so wirklich was Cooles. Was zum Spielen und Schokolade. Wertvolle Muscheln gibt's hier. Stimmt, die kann man ja eigentlich aufmachen, ne? Da kann ja Stuff drin sein. Da kann ja Stuff drin sein. Oh, Stream Elements ist auch schon aufgewacht. Hallo, Stream Elements. Ja, in der Wasserfall habe ich schon geschaut, da gab es nichts. Moin, Srilbus. Ein Nautile im Massaker. Es sterben alle Nautileen. Alle. Bis auf einen und die wollte Rache. Das wäre eine super Filmidee. Das wäre voll der krasse Film. So, dann sagen wir mal Captain Romanov hallo, würde ich sagen. Nee, das wird ein AAA-Movie. AAA, würde ich sagen. Mindestens. Wenn nicht sogar Viertel, ja? Viertel A. Nicht nur AAA, Viertel A. So, ich will hier mal speichern. Romanov. Hey du, komm mal her, mein Freund. Wir müssen uns mal miteinander unterhalten. Was soll denn das jetzt werden? Ein Hinterhalt? Lass mich raten. Du tötest mich jetzt, nimmst mir Stahlbarts Hinweise ab und hebst den großen Schatz, ja? Lass den Quatsch. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht kann. Ach was, warum nicht?
Patty und du seid die Einzigen, die diesen verdammten Fluch von Kapitän Stahlbart bannen können. Dieses Teufelsweib hat sich schon geweigert, mit uns zu kooperieren. Jetzt hängt alles von dir ab. Machen wir es kurz. Zieh deine Waffe. Schade. Ich hätte dich für klüger gehalten. Aber ganz wie du willst. Dann werde ich es eben aus Patty herausquetschen. Ich schneide dich in Streifen. Oh, Ich finde halt gut, dass das geht. Oh shit! Das ist ja. Die sind ja zu mehrt. Das sind ja vier. Ja, ich muss mir nachher. Nein! Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich muss mir nachher auch noch kurz was zu essen machen. In einer kurzen Streampause. Ich habe noch nichts Vernünftiges gegessen und ich will mir noch ein paar leckere Chivapchichi machen. Ein paar leckere Chivapchichi. Ich habe mir vom Metzger Chivapchichi gekauft. Ein Pommes dazu. Lecker schmatzig, guti feini. Die werde ich dann schnabulieren und es sind meine. Jetzt Gott, wir machen echt gut Schaden gegen die Typen. Holy moly. Wenn wir den treffen. Also wenn wir treffen, machen wir guten Schaden. Oh, ja, okay. Bleib stehen! Oh ja, die Jeffreis oder wie man auch immer das ausspricht, den habe ich mal selber gemacht. Das ist so ein fucking leckerer Reis. Holy shit. Ich habe selten so einen geilen Reis gegessen. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Das war so fucking lecker. Das war so gut. Chichev-Reis spricht man es, glaube ich, aus, oder? Chichev? Chichav? Chichav? Kochstream ist versprochen, Ohrenburg. Kochstream ist versprochen. Sobald ich eine Idee habe, wie ich die Kamera dahin kriege und das live machen und euch trotzdem lesen kann beim Kochen. Weiß ich nämlich immer noch nicht. Habe ich immer noch keine vernünftige Idee. Ich weiß gar nicht mehr. Es ist schon ewig her, dass ich den gemacht habe, Frongs. Aber der war ultra lecker. Kann ich nur empfehlen. Ein Kochstream mit Musik. Ja, und ich setz dann wahrscheinlich wieder die Headplatte in Brand. Nicht, dass mir das schon mal jemals passiert wäre. Also, das wäre ja Quatsch. Und nochmal von vorne. Ja, irgendwie mit Tomaten und Erbsen und so ein Kram. Ja. Ich muss nochmal angucken, wie das geht. Oh, wir können Fred beschwören. Fred. Verdammt nochmal, wo warst du so lang? Freut mich auch, dich zu sehen. Was zum Henker ist passiert? Ich bin Romanov begegnet. Deswegen konnte ich dich überhaupt erst befreien. Was ist mit der Seekarte? Seekarte? Sei doch froh, dass du noch lebst. Ja, aber... Na gut, du hast ja recht. Aber ohne die Seekarte waren unsere ganzen Mühen umsonst. Ja. Und wo ist jetzt die Seekarte? Da war eine Höhle? Die habe ich nicht mal gesehen, Xeros. Scheiße. Zwiebeln und Paprika dünsten, Langkornreis und Wasser oder Tomatensaft dazugeben. Genau, so irgendwas war das. Genau, das war halt ein sehr würziger Reis. Und der hat echt gut zu Chivapchichi gepasst.
Der stand genau davor? What? Ich hab den nicht gesehen. Ich bin eine Blindnase. Können auch mal die restlichen Typen looten, ne? Das wäre smart. Wir sind auf einen anderen Server geswitcht, Caro. Ach, da. Tatsache. Einen anderen Twitch-Server. Sehr verdächtige Truhe hier. Hier ist was vergraben. Oh ja, jetzt kommt wieder die längste Grabanimation der Welt. Ich freue mich. Ich glaube, ich habe da hinten einen Ghoul gesehen. Kann das sein? Sah aus dem Augenwinkel? Da war doch ein Ghoul. Oh, das sind mehrere Ghüle. Die kommen hier runter. Die sind smart. Die lernen dazu. Oh Gott, was? Triff doch mal. Warum triffst du denn nichts? Oh, Held. Klocks. Aua. Gut, dass ich abgespeichert habe. Ich hasse Ghule. Deswegen hasse ich diesen dummen Bogenkampf, weil du nicht vernünftig kämpfen kannst mit dem Bogen. Das hat in Gothic 2 besser geklappt. Vor allem muss man da nicht manuell zielen. Ja, voll durch die Beine, ey. Irgendwie nicht getroffen, jetzt hänge ich fest. Irgendwie vorbeigeschossen, keine Ahnung wie. Der Bogenkampf ist schon schön, kann ich nur empfehlen. Bogenkampf beste. Soll jeder schon mal probiert haben. Und es hilft irgendwie nicht dabei, dass... oh, hallo. Dass der Bogenskill verbuggt ist. Stimmt, die Ghule können ja auch Magie, ne? Wieso habe ich nicht getroffen? What the fuck? Ja, kill mich halt einfach. So, pass auf, ich trick's den Ghul jetzt aus. Okay, es war ein guter Versuch. Es war ein guter Versuch. war ein guter Versuch. Yo, Alter! Wie er mich einholt, die Potsau. Halt auch einfach viel schneller als ich ist. Das ist doch alles eine Scheiße mit der Scheiße. Soll ich je wieder sagen, ich werde Risen mit Bogen spielen? Kann mich dann jemand hauen? Bitte? Links und rechts? Ich zahle dann auch die Reisekosten. Ja, dann dürft ihr hier vorbeikommen, mir links und rechts einen reinhauen. Spesen gibt's auch. Das ist alles Frühstück und so, ist alles mit dabei. Meine Nase steht auf Schläge. Hier ist was vergraben. Mit Teppichklopfer, ja.
Das kann jetzt dauern. Wie ist das eigentlich bei euch? Welches Spiel würdet ihr gerne nochmal zum allerersten Mal spielen, ohne Erinnerung dran zu haben? Also wo, an welches Spiel würdet ihr gerne eure Erinnerung löschen und das nochmal spielen? Was wäre das denn bei euch? Bei mir wäre es nämlich tatsächlich gar nicht Gothic. Bei mir wäre es tatsächlich Life is Strange. Ich habe letztens nochmal überlegt. Hi der Buddy. Ich habe letztens nochmal überlegt, Life is Strange würde ich gerne nochmal komplett hier ist was vergraben. Blind spielen. Das war so eine tolle Erfahrung für mich. Ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Undertale habe ich zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Metal Gear Solid habe ich auch noch nie gespielt. Day of the Tentacle habe ich auch noch nie gespielt. Super Metroid habe ich auch noch nie gespielt. System Shock habe ich auch noch nie gespielt. Ich habe irgendwie nichts davon gespielt, Leute. Ich glaube, ich habe dringend Nachholbedarf. Krasses Backlog. Ich meine, ich kenne die Spiele alle, ne? Aber halt noch nie selber gespielt. Ich habe halt eine ewig lange Spieleliste. Oh, fuck, ich habe die Wünsch dir was Woche vergessen zu starten. Das wollte ich heute machen. Oh, fuck. Oh, das mache ich nach dem Stream. Vergessen. Weil wir haben ja am 1. September... Ein Grab. Weiß nicht, müssen wir noch was machen, Xeros? Müssen wir noch was machen? Müssen wir noch irgendwas machen? Wollte ich noch irgendwas kontrollieren? Ich lese noch mal kurz, Moment. Muss nur mal kurz lesen. Ja, genau. Ja, ich denke, kannst du rausballern. Ne? Mit den Änderungen, die wir gesagt haben. Und zwar, wir haben am 1. Am 1.9. haben wir 3 Jahre Twitch-Jubiläum. Und wir dachten uns, wir machen so was ähnliches, wie der liebe Deke gemacht hat. So eine Wünsch-dir-was-Tag-Woche, whatever. Da dürft ihr aus meiner Spieleliste, die ich habe, und die ist nicht klein, das sind knapp 3000 Titel. Nur für PC jetzt. Ich habe es nur auf PC beschränkt. Da dürft ihr euch 2 Spiele raussuchen. Und am Jubiläumstag suche ich mir, losen wir aus allen Einsendungen und testen das 1 bis 2 Stunden an. So, ich habe keine Ahnung, welche die richtige Truhe ist. Wir machen mal Try and Error, oder, würde ich sagen? Das weiß ich nicht. Schade. Diese 3000, besitze ich die alle? Ja. Kann man sich auch Spiele wünschen bei dir? Meinst du jetzt unabhängig von dem Jubiläumsstream? Oder? Ja, allerdings nur über Patreon. Evil. Ab einem gewissen Betrag, wenn du mich einfach unterstützt, das ist einfach als Unterstützung gedacht, dass du findest den Stream toll und denkst dir so, ja, ich könnte einen geilen Typ, der da Risen streamt, unterstützen. Und als Reward gibt's, kann man sich einmal im Jahr ein Spiel wünschen. Mit einer gewissen Stundenanzahl. Wieso haben wir erst 4 von 5 Kristallscheiben? Ich dachte, das wäre die letzte. Und genauso haben wir es ja auch mit der Musik gemacht. Guck einfach mal auf dem Patreon vorbei, vielleicht sagt ihr was zu. Ah, die vom Don fehlt mir. Okay.
Wie viele Stunden man hat? Meinst du Watchtime? Ausrufezeichen Watchtime. Wenn du das meinst. Ja, es ist halt schon extrem viel, Franks. Es ist halt, ich habe mal eine Zeit lang Spiele gesammelt und da hat sich das halt ewig lang angesammelt. Und das wuchs dann auch irgendwann über den Kopf, weil ich habe so viele Spiele, die mich nicht mal interessieren. Ja, ich habe den Landwirtschaftssimulator 2010 bis 2018, glaube ich. Dabei finde ich Landwirtschaftssimulator ultra langweilig. Ich mag solche Spiele nicht mal. Aber ich habe halt immer eine Zeit Spiele gesammelt. Ja. Was habe ich nicht gesammelt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe Briefmarken gesammelt, ich habe Münzen gesammelt, ich habe Pokémon-Karten gesammelt, ich habe Yu-Gi-Oh!-Karten gesammelt, ich habe Spiele gesammelt, ich habe Zeitschriften gesammelt, ich habe Mangas gesammelt, ich habe Filme gesammelt. Ja. Jetzt sammle ich Lego. Ich habe Stahlbarts Seekarte erbeutet. Du hast sie. Na endlich. Jetzt wird alles gut. Weißt du eigentlich, wie wertvoll diese Karte ist? Naja, mir hilft sie im Moment jedenfalls nicht weiter. Auf dieser Seekarte hat mein Vater alle Inseln und Länder eingezeichnet, die er die letzten Jahre bereist hat. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit herumgekommen ist. An jedem dieser Orte hat er genau wie hier auf dieser Insel einen Teil seines Goldes versteckt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sie in die falschen Hände geraten wäre. Ich danke dir, mein Held. Ich sammle halt gerne Internet Media Player, ja. Es ist halt im Moment halt wirklich viel. Das Lego ist bisher am exzessivsten. Also Yu-Gi-Oh! Ja, wobei. Spiele, Filme, Yu-Gi-Oh! Und Lego waren bisher am meisten vertreten. Was ist mit dem Rest? Die sammle ich wie blöde. Für mich die Karte. Für dich der Rest. Was sagst du dazu? Ich denke, damit kann ich leben. Dolle Karte. Du kannst auch noch das alte Haus meines Vaters haben, wenn du willst. Ich brauche es nicht mehr. Danke, das ist sehr großzügig. Ich weiß jedoch nicht, wie oft ich in der Stadt sein werde. Schade. Naja, mach, was du für richtig hältst. Es ist jetzt dein Haus. Ja, ich weiß nicht, Hartmann, vielleicht haben wir ihn einfach nur nicht gefunden. Vielleicht ist er da noch gut versteckt. Was wirst du nun machen? Ich denke, ich bleib die nächste Zeit erstmal in meiner Kneipe. Es kann ja nicht ewig dauern, bis der Inquisitor wieder abzieht und der Hafen wieder frei ist. Wir werden sehen. Tja, das war's jetzt. Sieht ganz so aus. Naja. Hey, wenn du magst, komm doch einfach mal bei meiner Kneipe vorbei. Vielleicht kann ich noch das ein oder andere für dich tun, Werd's mir merken. Pass auf dich auf, Kleiner. Zeig mir deine Ware. Habe ich noch genug Dietriche? Ja, 23 Stück, easy. Easy! Ja, richtig, Hartmoor. Richtig. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Don. Das Banditenlager, wo ist das denn? Da. Und die letzte Kristallscheibe und dann geht's ab, glaube ich, sogar schon Kapitel 3, ne? Und dann können wir mal gucken, ob wir einen besseren Bogen finden. Weil das wäre echt gut, wenn es einen besseren Bogen geben würde. So, aber erstmal ein bisschen Alchemie. Und zwar Stufe 3. Ich möchte mein Wissen über die Alchemie vertiefen. Ich zeige dir, wie du Tränke destillierst. Und was habe ich davon? Ein Destillat ist viel reiner als ein einfach gefilterter Trank. Es enthält keinerlei Fremdstoffe, die die Wirkung abschwächen. Also wie Gurschnaps quasi. Die deine Eigenschaften permanent ändern.
erfordern die Destillation. Jetzt ist halt die Frage, wo kriege ich ein Rezept für einen Dextrank her, für einen permanenten? Weil der hat nur Lebenstrank und Stärketrank. Ich brauche ja aber Dex. Ich brauche Dexterity. Oh, der Wünsche-Stream-Umfrage ist da, Leute. Ihr könnt auf dem Discord eure Spiele hier so Dingens. Ihr wisst schon, so Dingens. Ja. Ich hab die restlichen 4 Kristallscheiben. Na also. Damit haben wir den Inquisitor am Hintern. Jetzt wird uns der feine Herr Mendoza aus der Hand fressen. Ha! Das hast du gut gemacht. Auf jemanden wie dich kann ich nicht mehr verzichten. Von heute an darfst du dich Kämpfer nennen. Und nice! Kämpferrüstung tragen. Alle Achtung. So schnell hat es noch keiner geschafft, mein Vertrauen zu gewinnen. Ich bin stolz auf dich und hoffe, du wirst mich nicht enttäuschen. Niemals! Ich brauche eine bessere Rüstung. Moment, haben wir die jetzt nicht schon bekommen? Rüstung eines Kämpfers? Und muss ich mir die kaufen? Are you fucking shitting me? Alter, what the fuck? Gib mir die Rüstung eines Kämpfers. Gut, hier, nimm. Jetzt haben wir 2000 Gold verloren. Fucking Kapitalismus. Kannibalismus. Nee, wie heißt das? Was geschieht als nächstes? Jetzt wirst du zum Inquisitor gehen. Ach, halt die Klappe, Buddy. Ich will meine Hafenstadt zurück. Jeder Tag, der ins Land geht, an dem sich dieser Strohmann Carlos als Kommandant der Hafenstadt feiern lässt, ist ein Tag zu viel. Ich will, dass dieser schmierige Kerl und alle seine Ordenskrieger aus meiner Hafenstadt verschwinden. Die Hafenstadt wird bald wieder dir gehören. Sehr gut, aber sei vorsichtig. Lass dich nicht von Mendoza einwickeln. Klar, der Dreckskerl ist gefährlich. Trau ihm nicht, sonst wird er dich übers Ohr hauen. Hier, nimm die letzte Kristallscheibe und mach keinen Mist damit. Ich verlass mich auf dich. Hörst du? Okay. Das wird sich doch nie ändern. Oh ja, Prugo, hau raus. Dann muss ich das nicht suchen. Wahrscheinlich irgendwo im Kloster. Kannst du raushauen. Ach, wir müssen noch zu Severin und dem Bescheid sagen. Komm, wir erfüllen mal ein paar Quests, damit das hier leerer wird. Ach, Eldritch. Mit Eldritch können wir noch labern. Ja, okay, dann gehen wir mal zu Eldritch, Leute. Eine weitere Pappnase schwört dem Lord ewige Treue. Shinola, vielen lieben Dank für 2 Monate Treue. Dankeschön, vielen lieben Dank. Oh, das müsste ja hier gewesen sein. Mit Eldritch, ne? Mit dem Eldritch. Ja, das ist einigermaßen nah genug, würde ich sagen. Wir haben übrigens mal wieder Danke sagen. Wir haben aktuell 404 Subscriber. Nochmal riesengroßes Danke dafür. Ich wieder krass, was da an Support kommt. Hab's gestern schon gesagt. Wenn das mit dem Wachstum so weitergeht, machen wir nächstes Jahr Partner. Wenn die mich endlich mal annehmen. Ja. Und dann hauptberuflich. Und dann jeden Tag 12 Stunden Stream. Quatsch, 13. Bullshit, 14. 14. 15. Vielleicht 16. Gib auf dich acht. Ach
so, das ist... Ich hab... Ja, okay. Verquatscht sich Nase gerade wieder? Acht Tage die Woche. Jeden Tag 25 Stunden, Leute. Ihr habt es zuerst gehört. Mal kurz noch mit Severin quatschen. Nicht, dass die Quest dann irgendwie abbricht oder so. Ja, was macht ihr denn hier? Hallo? Das ist kein Livestream, sondern ein Livestream. Und ich würde mich nie verquatschen. So, wo waren die Truhe hier jetzt? Was hat Prugo geschrieben? Prugo war es, glaube ich, ne? Kloster, obere Unterkünfte in einer Truhe. Was sind denn jetzt die oberen Unterkünfte? Sind das hier die oberen Unterkünfte? Vor allem, wenn die oben sind. Sind das dann Unterkünfte? Oder Oberkünfte? Was wär's denn gewesen, Caro? Welches Spiel hättest du dir denn gewünscht? Ich hab's halt auf PC-Spiele beschränkt. Ja. Ich denk mal, dass das hier die Unterkünfte sind, ne? Klauen wir mal Zeug hier. Doch, Shadows of the Empire steht drauf, Caro. Du musst aber ganz runter scrollen. Aus Gründen. Ich möchte die Gründe nicht erklären. Ich will nicht darüber reden. Hi, Lindwurm. Hallölö. Ja, also wenn ihr an der Wünsch dir was, Tag, Woche, ich weiß noch nicht, wie lange wir das machen, mitmachen wollt, dann findet ihr die Umfrage auf unserem Schmisscord. Discord. Ach, und nochmal. Nochmal von vorn. Und nochmal von vorne. Wer sagt's denn? Schmisscord, Bin ich hier bei den richtigen Unterkünften, Prugo? Ist das hier richtig? Interessant. Jawohl. Sehr nice. Neisenstein. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Und nochmal von vorne. Eine weitere Pappnase schwört dem Lord ewige Treue. Wer sagt's denn? Onimura, vielen lieben Dank für 6 Monate Treue und Glückwunsch zu deiner neuen Nase. Hau bloß ab! Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich war's nicht. Nochmal von vorn. Und nochmal von vorn. Wer sagt's denn? Cool, ein Mana-Ring. Aber wo ist dieser fucking Dextrank? Oder habe ich den auch zu sehen schon gefunden und nur nicht gemerkt? Mal von vorn. Das kann natürlich auch sein. Geht doch. Wow, in der letzten Truhe. In der fucking letzten Truhe, ist das denn scheiß Ernst? Was brauchen wir denn? Fläschchen habe ich. Heldenkrone 13 habe ich. Wein. Fehlt mir sogar ein bisschen. Ich brauche ein bisschen mehr Wein. Mal gucken, wo ich Wein kaufen kann.
Die Spiele spiele ich dann meistens alle solo, weil das dann noch irgendwie mit Multiplayer hinzukriegen, das wird zu aufwendig. Keine Sorge, ich werde dich nicht aufhalten. Okay. Ja, gehen wir mal fix zu Severin. Wenn ich das... Ich lose das ja live aus, ne? On Stream. Welches Spiel denn gespielt wird. Und wenn dann erst klar wird, okay, wir spielen jetzt zum Beispiel Star Wars Battlefront 2 und haben Bock auf Multiplayer, dann ist das zu knapp. Weil dann müssen die Leute das auch erst alle installieren. Und dann ist das die Zeit schon schnell rum. Legacy of the Duelist, oh no. Oh no. Das war doch das, wo man gegen Joey, Kaiba und Yugi spielen konnte, ne? War das nicht das? Das sind viele gute Spiele dabei. Ich hab nicht übertrieben, dass ich viele Spiele habe, Gilga. Ich hab nicht übertrieben. Stimmt, Lupus, da war was. Das hatte ich. Ich gebe es zu, ich habe es komplett vergessen. Ich gebe es zu, ich habe es verrafft. Ja. Also nochmal zum Verständnis: Das bedeutet übrigens nicht, dass wir dann alle ausgewählten Spiele spielen, sondern wir losen dann on-stream aus. Also es kann sein, dass euer Spiel nicht drankommt. Es kann aber auch sein, dass alle eure drei Spiele drankommen. Du hast Glück. Ich habe deine Kristallscheibe gefunden. Was? Wie denn? Wo denn? Du hattest recht. Die Gnome hatten tatsächlich einen Anführer. Dann müssen wir das nachholen. Bürger gibt es wirklich? Gab es. Er ist tot. Ich habe eure gestohlene Kristallscheibe tatsächlich bei ihm gefunden. Unglaublich. Ja. Du kannst dich jetzt wieder entspannen. Danke, Mann. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was der Inquisitor mit mir angestellt hätte. Wäre die Scheibe nicht wieder aufgetaucht. Das wäre quasi Scheibenkleister. Hier, nimm dies zum Dank, mein Freund. Möge die heilige Flamme über dich wachen. Rudolf, geht's gut? Er hat beide Hände voll zu tun bei der kleinen Ruine im Westen. Ja, sehr gut. Er lebt also noch. Das ist beruhigend. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Hier, nimm diesen Zauber als Dank von mir für diese gute Nachricht. Witz erzählen, das kann ich gut gebrauchen. Aha, es werden alle Spiele nacheinander durchgespielt, verstanden? Nein! Auf dem Discord, Trillus, da ist extra ein neuer Channel. Wir haben mit Everyone gepinkt. Wie ist die Lage? Was glaubst du? Hier ist alles ruhig. Hier ist immer alles ruhig. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Ja, okay. what the fuck? So, dann haben wir noch diese Quest, gegenseitige Hilfe. Ich hab gehört, das wird wie ein Trash-Roulette. Prinzipiell ja, Lupus, ja. Ja. Wehe, es sendet jemand die letzte Schlacht der Elfen ein. So, Achtung, Spruchrolle der Illusion und zwei leere Pergamentrollen. Okay, Illusion. Illusion habe ich wahrscheinlich nicht, ne, oder? Hab ich Illusion? Doch, Illusion habe ich. Ich habe bloß keine Pergamentrollen. Die kriege ich wahrscheinlich im Banditenlager bei dem Magier, ne? Das ist korrekt. Flieger. Sage ich schon die ganze Zeit deinen Namen falsch? Flieger. Entschuldigung, weist mich doch darauf hin. Ich sag immer Gilga, aber da steht ja Glieger. Da tun sich ja Abgründe auf. Warum sind das nur 2683 Spiele? Weil ich DLCs und Add-ons rausgenommen habe. Weil macht ja keinen Sinn, sich zum Beispiel ein DLC zu wünschen, wenn man aber das Hauptspiel gar nicht gespielt hat.
So. Und man auch gar keinen Charakter oder Safe Game hat. So, wo kriege ich denn... Verdammt, der hat gar keine leeren Seiten. Wo kriege ich denn Pergamentrollen her? Das dürft ihr mir auch gerade mal sagen, weil das weiß ich gerade nicht mehr. Wo kriege ich denn Pergamentrollen her? Ja, aber bei wem, der Buddy? Dass er es im Kloster kaufen kann, ist mir klar, aber bei wem? Wer handelt denn hier mit Pergament? Ach stimmt, unten gibt es noch diesen Novizenhändler. Richtig, richtig, richtig. Oh Gott. Also nicht der, ich meine den anderen. Bestimmt noch was vor. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Wünsch dir was Umfrage. Da sehe ich leider schon ein paar Spiele, die wir schon gespielt haben. Da weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Schreibt mal die Leute nochmal an, dass sie andere Spiele raussuchen sollen. Dann zeig mal was. Ah, der hat tatsächlich diesen Kram. Nice. Müssen wir uns noch überlegen, wie wir das machen. Weil da ist natürlich Kram dabei, was wir schon gemacht haben. Das ist dann irgendwie... Wishlos. Wishlos. So, wo war denn der Pergament-Hain, in dem man die Quest geben muss? Ich glaube hier drin, ne? Der hier. Was gibt's? Ja. Hier ist das Zeug, das du brauchst. Wunderbar. Ich stehe zu deiner Verfügung. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Großartig. Aber Spruchrollen herstellen kann man jetzt scheinbar nicht hier im Kloster. Nicht als alles Bandit. Lässt sich durch Worte klären. Ja, das wäre zu aufwendig gewesen, El Seppo. Durch 3000 Spiele durchzugehen, da hatten wir ehrlich gesagt keine Lust zu und auch keine Zeit. A Link to the Past ist halt kein PC-Spiel. Und haben wir auch schon gespielt. Ja, geht also nur als Mage oder Ordenskrieger. Also Spruchrollen lernen geht scheinbar nicht. Black Mirror 2 steht zweimal drin. Vielleicht irgendeine Definitive Edition oder so. Ich weiß es nicht. Kapitel 3. So, jetzt will ich ganz kurz gucken, wie viel Erfahrung wir haben. Boah, das dauert noch eine Weile. Weil ich hätte gerne den letzten Bogenskill noch gehabt. Oh, aber wir können ja einen Haufen Deckstränke brauen. Moment, ich will Deckstränke. Ich will Deckstränke brauen, bevor wir da reingehen. Oder? Will ich da Deckstränke brauen? Steht eigentlich alles unten in der Beschreibung, wenn die aktuell ist. Ist die aktuell? Scheiße. Vielleicht, Caro. Möglich. Ja, komm, wir lernen. Wir brauen uns die Tränke. Wir brauen uns die Tränke. Wir brauchen noch ein bisschen Wein. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz in die Hafenstadt, weil da weiß ich, wo ich Wein kaufen kann. Beziehungsweise kann ich vielleicht bei dem hier Wein kaufen, bei dem hier unten. Die Beschreibung ist stark veraltet. Ja gut, ist ungünstig. Haha, die hätte ich vielleicht vorher anpassen sollen. Ja. Ja, aber Hatmore, weil du warst einer von denen. Dragon's Dogma haben wir schon gespielt und Rayman 3 Hoodlum Hammock haben wir auch schon gespielt.
Der hat keinen Wein, Sauerei. Da müssen wir doch in die Hafenstadt. Haben wir schon gespielt. Ich überlege halt, ob das überhaupt so wichtig ist. Ob wir Spiele ausschließen, die wir schon mal gespielt haben. Ist das so wichtig? Weil mittlerweile ist ja die Community gewachsen in der Zeit. Ist das überhaupt wichtig? Ich bin mir gerade unsicher. Erst hörte man ein Grollen. So, krieg ich hier? Bei Paddy krieg ich hier Wein? Jo. Sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch einen Alchemietisch. Den gibt es bestimmt irgendwo in der Vulkanfestung. Ja, ich weiß gar nicht, ob das gerade so wichtig ist mit den Spielen, die wir schon mal gespielt haben. Ja, wir lassen mal so, ballern einfach alles rein, worauf ihr Bock habt. Egal, ob wir es schon gespielt haben oder nicht. Falls wir uns da umentscheiden, schreiben wir euch nochmal direkt an. Das ist ja dann kein Problem. So, hier sollte doch irgendwo bestimmt ein Alchemietisch sein. Komm schon. Da. Perfekt. Kann ich da alle drei... Oh, ich kann alle 13 auf einmal brauen. So schön. Fertig. So schön. Wo sind die Tränke? Da. Hi, Kobold. Hallöle. Leider kann man nicht alle auf einmal trinken. Aber das ist okay. Ich glaube, dem Held wird gleich schlecht. Das schmeckt bestimmt so nach Waldmeister oder so. Bäh. So, wie viele Decks haben wir jetzt? 165. Nice. Ich muss nachdenken. So, dann starten wir jetzt Kapitel 3. Jetzt bumsen wir alles weg. Können wir dann vielleicht schon einen besseren Bogen holen? Weil das wäre ja gut, wenn wir nochmal einen besseren Bogen hätten. Weiß jetzt aber nicht mit Kapitel 3, ob da wirklich ein besserer Bogen mitkommt. Wenn wir dann mal die Händler kurz abklappern. So. Wir machen ganz kurz Pause, Leute. Ich hole mir kurz Energy Drink und dann bin ich gleich wieder für euch da. So. Hallo. Na, ihr? Ah, den werde ich schon selber finden, der Buddy. Das krieg ich schon hin. Und jetzt habe ich endlich Energy Drink. Oh, ist das schön. Oh, du hast Factario. Oh, du bist beim Buchstaben F. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Ah, lecker. So lecker. Wir Banditen haben jetzt alle Scheiben. Was soll das heißen? Willst du mich verhöhnen? Don Esteban will neue Bedingungen aushandeln. Ich habe schon geahnt, dass sowas passiert. So leicht wird man hintergangen, wenn man sich mit Verbrechern einlässt. Also sprich schon. Was will der Don? Er fordert den Abzug aller Ordenskrieger aus der Hafenstadt. Also schön, Börschchen. Der Don soll seine Hafenstadt haben. Doch zuvor werden wir gemeinsam dieses Tor öffnen und das Geheimnis dieses Tempels offenbaren. Erst wenn ich gefunden ein Borg! Weswegen ich hier bin, werde ich weiter über weltliche Dinge verhandeln. Wenn wir dem Bösen nicht bald Einhalt gebieten, ist alles verloren. Auch die geliebte Hafenstadt deines Herrn. Also bring mir endlich diese verdammten Scheiben und lass es uns beenden.
Ich habe alles verpasst. Ja, wann warst du denn das letzte Mal da? Also wir haben gut Progress gemacht in Rissen. Also wir sind gut vorangekommen. Auch wenn es mit Bogen echt schwierig ist. Hier sind sie. Alle fünf Scheiben. Darauf habe ich nur gewartet. Jetzt werden wir das Böse aus seinem Schatten vertreiben. Sobald du bereit bist, legen wir los. Ja, ich habe halt alle Final Fantasy Spiele. Du hast gar keinen Rissen gesehen, oh no. Ich bin bereit. Öffnen wir das Portal. Folge mir. Gothic 3 ist aber schon eine Weile her. Moment, wann haben wir Gothic 3 gespielt? Der Moment ist gekommen. Ja, wir haben heute keine Qualitätssettings, weil wir Serverprobleme hatten. Das ist leider ein bisschen ungünstig. Oh, hallo. Achso, höchstens No-Hit-Run. No-Hit-Run ist aber echt schon eine Weile her. Wie sie alle zeitgleich die Waffe weg. Nur ein totes Viech ist ein gutes Viech. Oh, ruckelt bei einigen wieder der Stream oder was? Ist der Stream wieder am Ruckeln? Ja, aber also Twitch hat zurzeit wieder Probleme. Also es liegt weder an mir noch an euch, wenn der Stream ab und an ruckelt. Twitch hat wohl auf bestimmten Servern gerade mächtig Probleme. Ja, Noid, das ist aber schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal Gothic 3 gemacht haben. Was war das? Der Feind. Endlich kennen wir sein Gesicht. Nun kann er sich nicht mehr vor uns verstecken. Was hast du vor? Wir werden in den Berg hinabsteigen und unsere heilige Mission erfüllen. Hier und jetzt wird sich das Schicksal dieser Insel entscheiden. Der Tempel! Ich muss noch was erledigen. Wir haben keine Zeit. Wir gehen. Wir sehen uns da unten. Mir nach! Okay, das finde ich cool, dass er nicht auf uns wartet. Das hat mich gerade tatsächlich ein bisschen überrascht. Weil ich dachte jetzt eigentlich, der wartet auf uns. Lol. Ich will aber die Erfahrung. Gib mir die Erfahrung. Sind die überhaupt Monster? Hallo? Aha, sind sogar welche. Ein Prontok. Ey, meine Erfahrung. Arschloch. Gott, wir machen gegen die Echsenkrieger ja gar keinen Schaden. Ich brauche dringend einen besseren Bogen. Das war ganz, ganz dringend. Hat er sich gerade selber angezündet? Okay, dann gucken wir mal. Bogen. Neuen kaufen. Und zwar, wir gehen mal zur Ostküste. Ostküste. Widerstand ist zwecklos, sie werden assimiliert werden. So, mal gucken. Hast du einen Bogen? Was hast du? Ein Kriegsbogen. Oh ja. Aha. Was haben wir für einen? Wir haben einen Hornbogen.
Ja, Kriegsbogen, das klingt doch gut. Kriegsbogen, so. Das klingt doch vernünftig. Dann kaufen wir. Macht 20 mehr Schaden, das hört sich doch gut an, oder? So, wenn wir jetzt aber gerade schon hier sind, dann können wir auch nochmal zum Gürger den letzten Burgherrn umhauen, wenn wir jetzt gerade schon mal da sind. Weiß nicht, Buddy. Wenn du so fragst, ist es bestimmt nicht. Ich kenne deine Nase doch. Können auch mal probieren, ob wir mittlerweile so eine Aschenbestie schaffen. Da waren ja auch noch ein paar auf dieser Insel. So, schauen wir mal. Wie viel Schaden machen wir denn? Wahrscheinlich nichts. Oh, okay, das ist deutlich mehr, als ich dachte. Ich würde sagen, wir brauchen 4 Schüsse. Was ist mit den... Oh Gott. Oh Gott, wir sind tot. Der Bogenkampf, der funktioniert so gut. Der ist so toll umgesetzt, findet ihr nicht auch? Oh Mann, ey. Ja, meine ich doch, Lindwurm. Habe ich doch gesagt. Also habe ich gemeint. Habe ich zwar nicht gesagt, aber habe ich gemeint. Und das ist ja wichtig. Darauf kommt es ja an. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist abgebrochen. Und nochmal von vorne. Und nochmal. Und nochmal von vorne. Dieses Visuelle in Risen beim Schlüsselknacken, das verwirrt mich mehr, als dass es hilft. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mehr ist nicht so. Das ist so lost. Hi, Schminku. Schminku. Fremd und geheimnisvoll. Nase aus purem Gold, schreibt in den Chat. Schminku, nur wer dich wirklich kennt. Ja, wobei Magier mit dem magischen Geschoss ist einfach auch OP. Mit dem MG-Geballere. Ich bekam kein Begrüßungslied. Oh. Xeros. Heute haben wir viel gelacht, denn wir sind bei Nasestream. Hahaha. Hey, Xeros. Da. Frieden. Was man nicht alles für seine Mods macht. Hallo. Wie viel Pech kann man eigentlich bei einer Viererkombination haben, ey? Oh, ein Stein.
Ein ganz gewöhnlicher Stein. Wie langweilig. Hi, Ehrengast. Eine Hütte mit einer Aschenbestie davor? Kann mich tatsächlich gerade nicht erinnern, Lindwurm. Ich weiß noch, wo zwei Aschenbestie sind. Wo wir dann wieder gesagt haben, oh, fuck die shit, wir gehen. Aber vor einer Hütte kann ich mich nicht erinnern. Kann Seppo die ausrechnen? Bin ja mal auf den Titanenbogen gespannt, ob der was taugt. Weil ich glaube, es gab auch noch so einen Titanenbogen. Es gab ja für Titanen, glaube ich, für alles mögliche eine Waffe. Oh, Ogas hatten wir ja auch noch, die ultra stark waren, stimmt. Mal gucken, wie viel Schaden wir gegen die machen. Das war dumm von dir. Das war dumm. Ja, die gehen mittlerweile auch sehr gut. Das freut mich. Ich habe jetzt übrigens Star Trek Voyager komplett durchgeguckt. Bin komplett durch. Alle Folgen geguckt. Alle. Alle. Ne, OP sind wir noch nicht mit dem Bogen, leider. Der Bogen ist noch zu komisch. Ja, und als nächstes versuche ich mich jetzt nochmal an Deep Space Nine. Mal gucken, ob ich diesmal reinkomme. Bin sehr gespannt. Ich mag die Serie sehr gern, Caro. Also Voyager ist richtig gut. Voyager ist richtig gut. Bis auf die zweite Staffel. Die zweite Staffel ist echt Grütze. Die ist echt nicht gut, die zweite Staffel. Wegen der zweiten Staffel hätte ich fast abgebrochen. und der Captain Janeway, in manchen Episoden trifft die sehr fragwürdige Entscheidungen, meiner Meinung nach. Weil ich echt gedacht habe, so, ja, okay. So, what the fuck is happening right now? Aber overall echt gut. Die beiden Spiele hast du ja auch. Welche beiden Spiele? Was? Ja, aber ansonsten sehr gute Serie. Also, kommt bei mir direkt nach TNG. So, im Star Trek-Universum. Also, es ist richtig gut. Bloß das Ende fand ich ein bisschen gerusht. Das Ende fand ich ein bisschen sehr gerusht. Ja, unbedingt weitergucken, Stone Eagle. Wird noch besser. Also die Staffel 5 und 6 fand ich richtig stark. Was hat dieser Ring nochmal gemacht? Achso, Voyager Elite Force. Ja, genau. Ja, hab ich, ja. Elite Force. Das waren damals auch okay Spiele. Ja, das Ende ist ein bisschen gerusht. Das fand ich schade. Da hätte man mehr drauf hinarbeiten sollen. Vor allem, dass Neelix kurz vor Schluss die Crew noch verlässt, wo ich mir dachte so, warum? Also, was soll der Scheiß? Warum hast du so Quatsch? Aber naja. Ansonsten, aber sehr gute Serie. Hole ich mir dann auch auf Blu-ray, sobald die mal auf Blu-ray rauskommt. Gibt's ja leider derzeit nur auf DVD. Hi Cedric, grüß dich, du geile Schnitte. Wie geht's dir? Und nochmal von vorne. Oh Gott, nur. Ach. Und nochmal. Der Dietrich ist abgebrochen. Jawohl. Haha. Ein Saphir. Hier läuft hier. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme mit Lags. Die haben wir jetzt aber größtenteils beseitigt bekommen, einfach einen anderen Twitch-Server ausgewählt.
Scheint wohl gerade größere Probleme auf Twitch zu sein, aber ansonsten läuft super. Hier in Risen, wir kommen gut voran, wir sind Kapitel 3. Ed läuft einfach, Ed läuft. Oh, mittlerweile machen wir gegen die auch richtig gut Schaden. Und wir halten mal was aus mit der neuen Rüstung. La, Spoiler! Ah, es wird eine allgemeine Störung, ja. Ist hier der untote Burgherr? Ja. Ja, piep. Ah, komm schon. Skelett hätte mal ruhig one-hitten können. Oh, hallo. So close. Oh, ich hänge irgendwo fest. Scheiße. Okay. Ja, es gibt nicht viele Kombinationen. Es gibt tatsächlich nur ein paar, aber ich verraff die halt jedes Mal. Ich kann mir die nicht merken. Oh Gott, der macht ein bisschen Schaden. Nice. Und damit hätten wir alle Vasallenringe Level up und dann, jetzt können wir Bogen, die zwei letzten Stufen lernen, Guys. Bogen. Und dann sind wir jetzt völlig OP, dann können wir jetzt nämlich schneller spannen, endlich. Nach 10 Level ups. Oh, übrigens, unsere neuen Emotes sind demnächst fertig. Ich habe ja nochmal 4 Stück bestellt. Kriegen wir nochmal schön 4 Emotes dazu. Und werden tolle Emotes. Und ja, toll. 10 von 10. Jawohl. Sturmwind neu schmieden. Naja, ist der Erfolg. Interessant. Dann wäre das Spiel ja noch spannend. Oh Gott. Moment. Dafür kriegt Metallfuchs. Das hast du dir verdient. Metallfuchs, den hast du dir verdient. Okay. Dann können wir jetzt ins Banditenlager. Und können da die letzte Stufe vom Bogen lernen. Wenn ich hier was sehe. Hier ist so dünkel. Skull. Jäger war nicht so dein Ding, was? Macht ja nichts. Wir übrigen haben jetzt alles im Griff. Der ist schlechter als unser, oder? Kriegsbogen, Knochenbogen ist schlechter, ja. Ja, Lynku, ihr könnt Badumts bekommen. Hi Dragon, grüß dich. Hast du immer noch Ruckler im Stream, Caro? Das sollten jetzt eigentlich ja keine mehr sein, theoretisch. Also zumindest bei den meisten. Okay, aber dann haben wir ja scheinbar den besten Bogen gekauft. Hätte ich mal gesagt. Oder was meint ihr? War bestimmt der beste Bogen hier. So. Hast du Drakensang, Fluss der Zeit? Müsste draufstehen, ja. Außer ich habe es aus Versehen als Add-on deklariert, dann taucht es nicht auf. Okay, dann lernen wir jetzt Bogen. Ja, das ist dann ein perfekter Zufall, Caro. Oh, guck mal, ein Sägeblock.
Sind Sie mal in Bad Segeberg, dann kommen Sie uns besuchen. Im Segeberg, Bad Segeberg, da Segen wir gern buchen. Also Fluss der Zeit habe ich definitiv Srillus. Das ist nicht gut. Muss schneller trinken. Oh. Der kann mir gar nicht mehr Bogen beibringen. Schön zu. Kannst du mir. Klar. Treffen sich drei Banditen im Sumpf. Sagt der Erste, ich habe gerade gegen eine Stachelratte gekämpft. Darauf sagt der Zweite, ich habe gerade eine Moorleiche umgehauen. Den kenne ich schon. Meisterdieb. Mit den Fledermäusen? Keine Ahnung. Ja, ich habe 16 verschiedene Moorhuhn-Games, ja. 900 Gold, Alter. Moment mal, das kann ich doch auch billiger machen, wenn ich die Ringe ausziehe, ne? Warte mal kurz. So. Das ist doch günstiger jetzt. Ja, nice. Der wollte mich über den Tisch hauen. Du bist ein guter Bogenschütze. Aber was einen guten von einem sehr guten Schützen unterscheidet, ist seine Konzentration. Für die Dauer des Schusses musst du deine Umgebung ausblenden. Zum Wohl! Es gibt nur dich und dein Ziel. Du darfst niemals in Hektik verfallen. Ein guter Schuss braucht seine Zeit. Es ist besser, einmal zu treffen, als zweimal daneben zu schießen. Du brauchst noch... Ach, das kostet jetzt 10 Lernpunkte. Oh nein! Uns fehlt noch ein Level up. Fuck! Oh no! Das kostet jetzt 10 Warum ist das so teuer? Ach, fick dich doch, Spiel. Ach, scheiße. Okay, dann müssen wir jetzt so in die Vulkanfestung. Scheiße! Das hat mir keiner gesagt. Mein ganzer Plan ist dahin. Mein ganzer Plan. An die Stelle kann ich mich sogar noch ein bisschen erinnern. Die ist noch nicht so ganz verschwommen. Also ich kenne diesen Tempel noch. Zumindest glaube ich, dass ich den kenne. Schauen wir mal. Hier liegen ein Haufen toter Leichen. Hi Guzio, Hallöchen. So, ja, ihr steht da echt gut rum. Habt ihr auch schon was erledigt? Siehst du das Tor? Was ist damit? Wir müssen es öffnen. Schnell! Ach so. Was ist das hier? Eine uralte Festung, würde ich sagen. Vermutlich von den Echsen. Die uns schon am Portal begegnet sind. Aber sie wird uns nicht aufhalten. Hast du einen Plan? Wenn man ein Tor schließen kann, kann man es auch öffnen. Ich werde Kundschafter aussenden. Sie müssen den Mechanismus finden. Ich vermute, es gibt mehr als einen. Was ist denn das für eine Weisheit? Du wirst gehen. Sieh du dich im Norden um. Das hört sich fast wie eine Bauernregel an. Jetzt mal ohne Scheiß. Liegt der Camper tot im Keller? War der Rusher wieder schneller?
Die Stimme ist die von Scar aus König der Löwen oder von Earl of Cockwood aus Black White Castle. Simba. Ui, toll. Würdest du empfehlen, beim zweiten Gothic 2 die Mod Liver zu benutzen? Ist halt die Frage. Ich mag's nicht so, wenn in Gothic 2 die Welt verändert wird, weil ich mag die Welt so, wie sie ist. In den normalen Spiel durchlaufen. Ich stehe mehr auf so Total Conversions Mod. Wenn dir das aber nichts ausmacht, dann würde ich dir auf jeden Fall Liver empfehlen. Das ist eine der besten Mods für Gothic, Erweiterungsmods für Gothic 2. Die ändert nicht zu viel vom Hauptspiel, fügt ein paar Sachen hinzu, aber halt nicht zu viel, dass alles verändert wird. Also kann man auf jeden Fall ballern. Da ist zu. Warte mal, hier sind Nautilusse. Aha, ein Hinweis. Ein Hinweis. Das muss sehr mit den Knochen wehtun hier, ne? Konnte man nicht auch irgendwie rollen? Ja, genau. Hui! Das ist das Beste. Njong. Das ist so cool. Déjà vu. Ein Himbeereis? Oh, ein Himbeereis wäre jetzt super. Hast du etwa eins dabei, Adlertier? Hast du etwa ein Himbeereis dabei? Oh, ein Ghoul. Scheiße, ich habe ihn nicht gesehen. Das ist wie Metroid, nur anders. Ja, noch ein paar mehr Ghoule. Bitte. Bitte ein paar mehr Ghoule. Ja, nicht getroffen aus Gründen. Wieder nicht getroffen, warum auch immer. Gott, wie ich diesen Bogenfight hasse, ne? Wieder nicht getroffen, mehr Ghoule, sehr gut. Ich weiß gerade nicht, wo ich genau hinlaufe, aber das wird schon richtig sein. Ein Nautilus-Rennen. Ein Hinweis. Wir haben blauen Schlau gelöst. Wieso treffe ich gerade nichts? What the fuck, Spiel? Ja, leck mich doch fett, ey. Ich weiß gar nicht, wann ich das jetzt gespeichert habe. Speichern. La 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 la. Die Ladezeiten sind so lang, da wird einem Angst und Bang. Lange Ladezeiten sind hier in Rissen keine Seltenheit. Der Held hat ne coole Rüstung und kein Abendkleid. Wir halten ne Fackel in der linken Hand. Wie das Lied weitergeht, sind wir schon sehr gespannt. Ach hier, wow, ist echt lange her. Holy shit. Das war gut. Warum spielen wir nochmal auf schwer und mit Bogen? Wer kam auf diese bescheuerte Idee? War ich das? Das ist ja blöde jetzt.
Du. Oh ja, erratet mal den Film. Mal sehen, wer Filmwissen hat. Du suchst einen Schlüssel. Du findest ihn nicht. Du hast den Schlüssel im Mausoleum verloren. So ein Jammer. Am Brunnen vor dem Tore. Na, weiß das jemand? Kennt sich jemand aus? Mal gucken, wer ja explizites Filmwissen hat. Ich habe mal eine Zeit lang Spiele gesammelt, Jupsrillus. Einfach alles gekauft, was ich hatte halt keine anderen Hobbys und keine Freunde und da hat man sehr viel Geld übrig. Ja, scheint keiner adäquates Filmwissen zu haben. Der müsste nochmal in die Schule. Natürlich hat er nicht getroffen, der Pfeil. Und jetzt hat er nicht geschossen. Das ist bei Ghoulen so strange. Manchmal schießt er keine Pfeile, obwohl er gespannt hat. Ja, Lynku hat recht. Lynku hat's als erstes. Lynku hat's. What the fuck war das denn gerade? Ja, du hast hier Gruselvilla geschrieben. Das war halt leider falsch, Xeros. Nee, Gruselvilla ist halt einfach falsch. So, was hat dieser Hebel jetzt gemacht? Ein Hauch von gar nichts scheint mir. Murphy-Film mit Villa googeln, aha. Der Schmünku schmuggelt also wieder. Ein schmuggelnder Schmünku. Das sieht so verdächtig aus, dieser Boden da. Nicht? Nein? Okay. Dass da verdächtig aussieht und es nichts passiert, ist doppelt verdächtig. Ich hab so gewusst. Bom. Kommt, geht mit mir, parapapampam. Ich bin ein Volldepp. Krass. Und ich hab grad nicht aufgepasst. So, jetzt aber mal ein bisschen Konzentration hier. What the fuck? What the fuck? War doch ganz einfach. Oh shit, das sind Ex-Menschen. Ah!
Wusa! Ich hasse dieses Spiel. Oh, ein Ladescreen, wie schön. Schade, wie Two hitten die noch nicht. Two Hit bei dem wäre jetzt echt gut gewesen. Really? Fucking real. Ich sag dazu gar nichts mehr. Ich nehm das jetzt einfach so hin. Hi Bench! Hast du den Mark mitgebracht, Bench? Das wäre dann quasi der Benchmark. Ja. Oh, das ist geil, ne? Ja, ja. Ja, Srillus, aber Witze werden halt erst richtig gut, wenn man sie erklärt. Dann werden die Witze richtig gut, wenn man sie erklären muss. Es ist die scheiß Fackel ausgegangen. Das Spiel trollt mich jetzt die ganze Zeit. Ich wird sie nicht verstanden. Da gibt's nicht zu verstehen, glaube ich. Willkommen in der Gemeinschaft der Nasen. Hoss00312, vielen lieben Dank für deinen Follower. Herzlich willkommen, mein Pappnasen. Ich hasse fallengespickte Tempel. Und ich kenne ja das GameStar-Video dazu. Danach kommt wahrscheinlich noch ein fallengespickter Tempel. Und dann noch einer. Und dann noch einer. Und dann noch einer. Gibt's hier keinen Schalter? Kann man die Tür kaputt hacken? Ich erinnere mich nämlich an manche Türen, die kann man mit Spitzhacken kaputt hacken. Haben wir überhaupt eine Spitzhacke zum kaputt hacken? Wir haben Spitzhacken zum kaputt hacken. Das heißt, wir könnten mit der Spitzhacke zum kaputt hacken tatsächlich was kaputt hacken. Und vielleicht muss ich auch hier runter. Hallo. Oh ja, wow, wow, Alter, wow. Ja, das wird jetzt super. Richtig gut. please, Dana. Das sieht... Du willst dich doch nur leiden sehen. Kann man durch die Wände schießen?
Ja, wobei Control finde ich ja wahrscheinlich gut, ne? Das findest ja nur du doof. Bist der einzige Mensch der Welt, der das doof findet, glaube ich. Ja, und auf die anderen beiden Spiele habe ich Bock. Ja, ist okay. Spiel ist okay. Also Skyrim, da habe ich Bock drauf. Hey, habe ich gehört, gutes Spiel, eines meiner Lieblingsgames. Kommt jetzt ja auch eine neue Version, in der man angeln kann, das wird super. Richtig krass. Ja, der Schaden ist leider nicht so, wie ich ihn mir vorstellen würde. Aua. Ja, natürlich, also Skyrim ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Wisst ihr doch. Also ich liebe Skyrim. Eine Platte. Ah, da ist die erste Winde. Da ist die erste Winde. Da haben wir uns ziemlich gut gewunden, ne? Oh, was ist das für ein Schalter? Ah, das macht eine Abkürzung auf. Ah, glaube ich. Ja, da waren wir. Ja, alles gut. Alles gut. Angelsimulator habe ich, glaube ich, nicht, nee. Weil das heißt dann wahrscheinlich irgendwie komisch, so Sportfischen 2001. Verfluchte Echsenbrut, wir werden jeden einzelnen von ihnen töten. Trink mal ein paar Heiltränke, beziehungsweise leg die mal auf den Quickslot. Oh, Entschuldigung. Der Inquisitor weiß, was zu tun ist. So eine Mauer kann ihn nicht aufhalten. Ja, deswegen steht er da rum und dreht an diesem Ding da. Ich habe eine Winde gefunden. Das Tor ist immer noch verschlossen. Vielleicht gibt es noch eine weitere Winde. Ich habe Rufus bereits nach Süden geschickt. Folge ihm. Vielleicht braucht er Hilfe. Schnief. Oh, ich muss mal ganz kurz ein Taschentuch holen, Leute. Bin gleich wieder da. Ja, wir haben immer noch kein Schnäuz-Emote. Ja, ich muss es mal noch hochladen. Das dauert halt, das ist halt aufwendig. Das dauert pro Emote 2-3 Minuten. Und das ist halt nicht zu unterschätzen, der Aufwand, Leute. Das muss euch auch mal klar sein, dass das halt viel Arbeit ist, so ein Emote hochzuladen, ja. Also, das ist ganz klar. Sure. Oh, hallo, ein Skorpion. Ich freue mich auf die Wünsch dir was, Woche, Tag, was auch immer, wie wir das noch nennen. Ich hab noch keinen vernünftigen Namen. Aua, großartig. Mal ein paar neue alte Spiele ausprobieren.
Bei meinem Pech lose ich eh dreimal hintereinander Skyrim aus. Und wir spielen Skyrim. Und jetzt als nächstes Skyrim. Und dann Skyrim. Hier ist so dunkel. Wo müssen wir denn hin? Hier bin ich gekommen. Warte mal, was? What the fuck? Ich glaube, hier oben waren wir noch nicht. Cool. Cool, mal noch ein bisschen mehr Schaden, bitte. Spiel. Und triff nicht. Ja, geil. Das war gar nicht knapp oder so. Oh, ich glaube, da können wir dann rüber levitieren, ne? Ja, da können wir rüber levitieren. Aber wo ist denn Rufus? Rufus, wo bist du? Ja, technisch gesehen kann man Skyrim zweimal drauf spielen. Genau, gibt ja genug unterschiedliche Versionen. Wobei mich mal echt interessieren wird, was du denn an Control nicht magst. Weil das hat ja richtig gute Reviews bekommen und so. Hier oben gibt's irgendwie nichts. Hast du etwa die Kontrolle verloren? Ach ja. Verstehst du, die Control verloren? Die Control verloren. Verstehst du Control? Ja, Caro mag Captain Picard nicht. Caro mag Captain Picard nicht. Das versteht auch keiner. Dann levitiere ich mal darüber. War nicht gerade noch eine Echse oder so? Ach, da drüben. Guck mal, einer schau. Hallo. Shit. Oh, aua. Captain Picard ist der beste Captain. Der beste. Und Control ist, glaube ich, das beste Videospiel der Welt. Der läuft super, Flo. Macht ultra viel Spaß, mit dem Bogen zu spielen, weil der Skill nicht funktioniert. Es ist das Beste. Es ist das Geilste. Warum fragst du? Ja, wir spielen immer noch auf schwer. Ich sehe es nicht ein, runterzustellen. Der Bogenskill in Risen 1 ist verbuggt. Natürlich sind da noch mehr Echsenmenschen. Fick dich doch, Spiel. Leck mich doch fett am Arsch. Schön, dass es dir gefällt. Oh, hier ist eine Sackgasse, das ist nicht gut. Ja. Man kann die beiden Echsenmenschen von hier leider nicht abböllern. Das ist halt dumm, ne? Ah doch, hier kriege ich vielleicht einen. Haha. Man sieht auch so viel. Hättest ja auch auf leicht mit Armbrust spielen können. Ja, wo bleibt denn da die Herausforderung?
Oh, das ist ein Wächter. Schnippelberger. Ach, Caro. Ach, Caro. Ja, war übrigens geplant. Ich wollte euch zeigen, wie es nicht geht. Ja, also ich mache hier Demonstration halt, wie das nicht geht, weil Alter, so lächerlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir heute folgen würdest. Hi Cassian, grüß dich. Vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen bei den Pappnasen. So, dieser Kanal wird mir empfohlen. Twitch weiß wohl, dass ich Risen mag. Ja, es macht auch einen Riesenspaß hier gerade. Oh, Alter. Ah! Oh Mann. Das machst du gut. Ja, Bogen ist echt nicht so geil, wie ich dachte. Das ist in Gothic halt so viel cooler. Könntest du nochmal von vorne anfangen? Nein. Easy. First try quasi. Gleich beim ersten Mal geschafft. Also jetzt habt ihr es gesehen, so geht's nicht. Ja, ganz Willkommen wichtig. Willkommen in der Nasenbande, mein Freund. Nimm einen Stuhl und schnapp dir eine. Caro, vielen lieben Dank für das Subgift an Cassian. Und Cassian, herzlich willkommen bei der Nasenbande. Dankeschön. Der Teufel soll mich holen. Ich wollte gerade den Prime-Sub einlösen. Düdüm. Ah, die Wand kann man zerhacken. Dieser Stein sieht brüchig aus. So funktioniert übrigens Physik. Ja, wissen viele nicht. Muss man halt auch erstmal drauf kommen, dass man so eine Wand zerhacken kann. Muss man erstmal drauf kommen. Automatisches Speichern ist nie gut, ne? Wieder so ein Wächter, ey. Okay, Echsenkrieger scheint stärker zu sein als Wächter. Gar deutlich stärker, holy shit. Dab di dub du, babidi dub bab bab bi du du boo.
Ja, da muss Romanovs Schatulle drauf. Ganz sicher. Schade. Also mal ernsthaft, wo müssen wir hin? Haben wir irgendwelche Statuetten eingesammelt? Ah, da, eine alte Brüste. Bürste. Aber wir haben nur eine, wo ist die andere? Wir brauchen zwei. Hat die noch einer von den Echsen-Heinis dabei? Nee. Twitch hat heute wieder ein bisschen Probleme, ja. Wir haben es ein bisschen gefixt bekommen, indem wir den Server geswitcht sind, aber ansonsten, ja, gibt immer noch Problemchen. Wieso leckt bei dir, Flo? Warte mal, ich habe gerade eine Idee. Ah ja, ich habe doch zwei Büsten, es wird aber immer nur eine angezeigt. Ja, das war das Dumme bei Risen. So, ah, da haben wir die nächste Winde. Sehr schön. Ja, liegt an Twitch. Haben heute mehrere wieder. Haben mehrere Leute schon berichtet. Rufus ist tot. Was ist passiert? Echsenkrieger. Sie haben ihn wohl überrascht. Dann hat er es nicht besser verdient. Wer nachlässig ist, gefährdet uns. Holy shit, that burn! Die Strafe für Versagen ist der Tod. Merkt ihr das? Okay, ja, alles in Ordnung. Alles klar, gar kein Problem, Mendoza. Gar kein Problem. Ich habe die zweite Winde gefunden. Gut, dann sehen wir uns die Sache mal an. Diese Säulen erzählen die Geschichte dieser ganzen Anlage. Vielleicht siehst du dir die mal an. Was geschieht nun mit dem Don und der Hafenstadt? Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir über sowas Gedanken zu machen. Soll der Don sie doch nehmen? Es ist mir egal. Okay. Diese Festung wurde von vielen erbaut, doch sie folgte nur einem Befehl. Meinem Befehl, denn ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Sei gewarnt, Fremder. Was auch immer du hier suchst, finden wirst du nur den Tod. Herr der Titanen. So. Herr der Titanen. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was jetzt noch groß kommt. Bin mal gespannt. Und? Was denkst du? Die Sache schmeckt mir nicht. Warum werden wir nicht angegriffen? Vielleicht eine Falle. Gut möglich. Du wirst den Durchgang auskundschaften. Wenn du eine Falle findest, wirst du sie entschärfen. Wenn der Weg frei ist, rücken wir nach. Ja, cool. Nice. Gar kein Problem. Teil 2 und Teil 3 habe ich auch vorzuspielen, ja. Jupp. Ja, okay, super. What the fuck? Was war denn das? Auch auf Bogen? Ja, in Risen 2 gibt's keinen Bogen. Wo habe ich denn meinen Telekinese-Zauber? Kann ich den Hebel jetzt schnell wieder runter machen? Ich hatte keine Ahnung mehr von dieser Falle, ohne Scheiß. Ich mich nicht dran erinnert. Ich
Ich bin Ursigor, Herr Titan, Führer der Echse. Zu der Zeit, als die Götter kamen, sprach der Dunkelste von ihnen zu. Gute Arbeit. Ich hörte seine Worte und folgte ihm. Der das ist die einzige Sprache, die die Viecher verstehen. Ich helfe dir. Schön alle Blatt hauen. Immer mal Blatt. Der Schaden ist halt immer noch nicht so geil, ne? Ich brauche den letzten Punkt jetzt noch in Bogen, damit ich schneller spannen kann. Hier sieht es ja wieder sehr gemütlich aus. Ah, an die Stelle kann ich mich aber erinnern. Verdammt! Was ist los? Das ist wirklich eine Festung. Und wir sind nur im Äußeren. An die Stelle kann ich mich wieder erinnern. Siehst du diese große Zugbrücke? Da müssen wir lang. Vielleicht gibt es wieder einen Weg, die Brücke zu öffnen. Das will ich hoffen. Du wirst ihn finden. Wir anderen werden hier alles durchsuchen und die letzten Echsen töten. Okay. Dunkle Gott gab mir die Macht, die Titanen zu erkennen. Er gab mir die Macht, ihnen gegenüberzutreten. Er gab mir die Macht, sie zu unterwerfen. Und als ich sie unterworfen hatte, bediente ich mich ihrer Kräfte. Sie schufen Materie, wie ich ihnen befahl. Mächtige Werkzeuge für den Kampf. Waffen, um sie alle zu beherrschen. Okay, easy. So, schauen wir uns erstmal hier noch kurz um. Wir noch ein bisschen gucken, was da in den Hütten drin ist. Da könnte ja geiler Loot drin sein. So 10 Goldstücke mindestens. Pass auf! Pass auf deinen Rücken auf. Kann es sein, dass die Stimme entweder die von Kit oder von dem Inquisitor aus dem Namen der Rose ist? Keine Ahnung. Ich weiß, dass die Stimme von Ska ist. Immer noch. Aber wo der sonst noch alles gesprochen hat, keine Ahnung. So, wo geht's denn da lang? Gibt's hier was Schönes? Ist hier was zum Spielen? Und Schokolade? Das ist ein Ghule. Das ist keine Schokolade. Ne, das ist ein Prontox. Prontox. Stimmt, von Jeremy Irons. Richtig. Richtig. Bis dann, Trillus. Danke fürs dabei sein. Stimmt, stirb langsam 3. Ja! Ja! Oh Gott! Ja! Cool. Da wird noch heftig gekämpft. Da mischen wir mal mit. Nein, meine Erfahrung, wie gemein. Die Biester müssen sterben. Alle. Was machst du hier? Ich bewache den Durchgang. Wir müssen aufpassen, dass uns niemand in den Rücken fällt. So, war das nicht so, dass man auf diese Winde auch mit dem Bogen schießen konnte? Ja. Das ist so dämlich. Ich liebe es. Stimmt, den Typ gab's ja auch noch. Oh Gott, die Erinnerung kommt wieder, Guys. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommst du denn her?
Wir haben ein Tor geöffnet. Und du? Ich bin schon ewig hier. Damals haben die Echsen mich gefangen, weißt du? Dann gibt es noch mehr Wege nach draußen? Oh ja, hier gibt's eine Menge Höhlen. Einige führen nach draußen, aber niemand kennt alle Wege. Nicht mal Jorgensen, obwohl er es immer behauptet. Jorgensen? Den kenne ich doch von YouTube. Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Du meinst die große Zugbrücke? Der Durchgang in die Tiefen des Tempels? Genau. Keine Ahnung, die war noch nie offen. Selbst die Echsen gehen dort nicht hin, weißt du? Komm schon, es muss doch einen Weg geben. Naja, an deiner Stelle würde ich mir eine Karte besorgen. Woher bekomme ich eine Karte? Hier ist ein Trupp Echsen vorbeigekommen. Vermutlich ein Jagdtrupp. Die müssten eine dabei haben. Wo sind sie lang? Wahrscheinlich nach draußen. Geh runter zum Sumpf und frag Jorgensen. Der hat sie bestimmt gesehen, aber glaub ihm bloß nicht, er ist verrückt. Ach so. Daran konnte ich mich... Das habe ich auch komplett vergessen, diese Stelle, dass es die gab. Holy shit. Wer ist Jorgensen? Hör nicht auf ihn, er redet viel Unsinn. Das kommt von den Pilzen, weißt du? Ich esse die Pilze nicht, ich halte mich an das Fleisch. Das habe ich auch komplett verdrängt, ab, verrückt ey. Zu werden, so wie Jorgensen. Ich sage dir, der macht's nicht mehr lange. Hat zu viel von den Pilzen gefuttert, weißt du? Ich glaube, du hast zu viel von den Pilzen gefuttert. Wo finde ich Jorgensen? Du musst runter zum Sumpf gehen. Aber nimm den richtigen Weg. Den Weg mit den großen Pilzen. Aber iss bloß nicht davon. Nicht mal naschen, sonst wirst du verrückt. Genau wie Jorgensen, weißt du? Ja, okay, ja, ich verstanden. Genau wie Jorgensen. Befug. Was machst du? Gute Arbeit. Die werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Komm, lenk ihn ab. Lenk ihn doch ab. Ach Gott, wie ich dieses Kampfsystem mit dem Bogen hasse. Das war's mit dir. I hate it. I hate it so much. Ich brauche noch dieses eine Level, dann wird, glaube ich, alles besser. Dann wird alles besser, Leute. Noch ein Level ab, dann kann ich endlich den Bogen schneller spannen. Dann sollte das alles viel besser funktionieren. Hoffe ich. Ja, das Auto-Aim aus Gothic war schon gut. Das war gut. Wir machten hier Geräusche. Ich höre hier doch Geräusche. Wo sind die denn? Diese Höhle ist auch Gott sei Dank überhaupt nicht verwirrend oder so. Ah, da oben ist irgendwas, warte mal. Ah, da ist ein Echsenkrieger, okay. Ich finde halt auch ein Problem von Risen, diese Echsenkrieger haben so überhaupt keine Persönlichkeit. Die sind halt einfach da. So, hallo, wir sind Echsenkrieger, hallo. Das sind so die 0815 Schnetzel-Gegner. Ah, jetzt aber Geschnetzeltes, das wäre auch lecker. Leckeres Geschnetzeltes. Dann machen wir das nächste Level ab. Ah, dauert noch ein bisschen. Krieger brauchen keine Persönlichkeit, habt doch einen Ruf. Volles Pfund aufs Maul. Unser Rechtssystem ist einfach, aber effektiv. Wenn du Ärger machst, hauen wir dir aufs Maul. Wenn du keinen Ärger machst, hauen wir dir auch aufs Maul.
Ja, die haben ganz schön breite Schultern für Echsen. Ne? Oh ja, noch ein paar mehr Echsenkrieger, bitte. Wir haben noch nicht genug. Brauchen noch 5 Stück. Ja. Ich laufe gerade rückwärts irgendwo rein, wo ich mich nicht auskenne. Das ist immer gut. Das geht raus an die Kids der 90er. Hand hoch, wer war damals schon da? In diese Höhle, ehrlich gesagt, gerade ziemlich unübersichtlich. Ist wie ein Labyrinth hier. Labyrinth. Ist immer in irgendeiner Echsenstadt oder so? Kann ich mich auch null dran erinnern. Oh, hallo. Ah, wo kommst du denn her? Es gibt wohl Dex-Nahkampfwaffen, ja, aber die skalieren vom Schaden her leider auch mit Stärke. Das ist also ziemlich witzlos. Hi Bergfuchs, hallöchen. Das ist wirklich clever gemacht. Ja, geht so. Wieso sind hier so viele Gegner? Jetzt weiß ich wieder, warum ich Kapitel 3 und 4 nicht mochte in Risen. Weil man nur noch Echsen kloppt. Du kloppst nur noch Echsen, du machst nichts mehr anderes außer Echsen kloppen. Super. Ach Gott. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die nicht mochte. Scheißdreck. Ja, ist ein richtig geiler Krug. So, wo geht's denn hier weiter rein? Mal gucken. Ja, so hatte ich das auch in Erinnerung. Hunter Frank. Mal gucken. Also, im Moment ist es sehr viel Tempelgekloppe, wie du siehst. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird das auch nicht mehr besser. Der ist schön weggeflogen, nice. Immer schön speichern. Erstmal speichern. Was ist das für eine riesige Anlage hier? Haufen Gold, nice. Und die Magiekristall. Oh, ein Riesenspiel! Ja. Das macht auch riesig Spaß. Nochmal von vorn. Und nochmal von vorne. Wer ist Aha. das denn? Easy. Totally einfach. Zu einfach. Da ist Tor. Oh shit, ich habe den Echsenkrieger gar nicht gesehen. Scheiße. What?
so ein Quatsch, ey. Nächstes Mal spiele ich wieder Magier. Das war deutlich cooler. Das war nicht Freezer, das war cooler. Muss man halt auch mal so sagen. So, wo geht's denn hier jetzt schon wieder hin? Ah, diese Höhle ist einfach viel zu riesig und man sieht nichts. Der Decksbild war ein Riesenfehler. Ihr seid alles Pappnasen, wisst ihr das? Das hat sich gelohnt. Ihr seid alles poppige, peppige Pappnasen. Der poppige, peppige Kaplan klebt poppige, peppige Pappplakat an die klapperte Kapellwand. Ah, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Sehr gut. Dann gehen wir mal noch hier runter, weil da unten ist, glaube ich, Jorgensen. Und da gibt es dann eine Karte, dass wir uns da besser zurechtfinden. Ah, das ist nicht Jorgensen. Das ist irgendwas anderes. Aber ist nicht von den Pilzen. Nein, ich würde nie von den Pilzen essen. Hm, lecker Pilz. Ah, da hinten ist der Jorgensen. Hallo. Sowas. Ein Mensch. Die Echsen haben dich wohl auch gefangen, was? Willst du ein Stück Pilz? Ja, klar. Klar, gerne. Na? Schmeckt gut, was? Bisschen matschig, findest du nicht? Ha, du weißt nicht, was gut ist. Das sind gute Pilze. Ich suche einen Trupp Echsen. Den Jagdtrupp. Ja, ja. Ich weiß, wo sie lang sind. Und? Sagst du es mir? Nein, du magst meine Pilze nicht. Deshalb magst du mich auch nicht. Besser, ich sage dir gar nichts. Na super. Jetzt reicht es mir. Wo sind die Echsen lang? Ja, ja, schon gut. Sonst gibst du nie mehr Ruhe. Einfach den steilen Felsweg rauf und dann durch die große Höhle. Da ist ein Tal. Da sind sie lang. Sie suchen neue Menschen. Menschen, die sie dann schuften lassen. Gut, danke. So, ja, okay. Aber nicht die Pilze essen, ja? Gute Nacht, Schmünkuh. Mehr ist nicht zu holen. Ach, Echsen. Hi, Gibraltas. Grüß dich, du geile Socke. Oh no. Oh no. Wow. Level up. Jetzt können wir Bogen lernen, aber ich will hier nochmal raus? Nee, eher nicht, ne? Ich will jetzt hier gerade nicht raus und muss den ganzen Weg nochmal latschen. Oder will ich raus? Für mehr Bogen? Wir laufen noch kurz bis da nach oben und dann gucken wir, ob es sich lohnt. Und dann lernen wir Bogen.
Dann gibt es wieder zwei Wege, scheiße. Nee, du willst nicht raus. Dachte ich es mir doch. Ja, geht. Gegen die Echsenkrieger aber noch nicht so dolle. Ist noch nicht so geil mit dem Bogen. Steinplatte. Okay, sonst ist hier nichts. Gleich mal wieder speichern. Ach, wird schon, Pilzbauer. Wird schon. Ich warte noch auf den Punkt, wann, dass wir OP werden. Der kommt bestimmt gleich. Der Punkt, dass wir OP werden, kommt mit dem nächsten Level ab, ganz sicher. Hundertprozentig. Bist du der Jagdtrupp? Nee, du bist ein Echsenmensch. Aber da war ein Jäger. Wo geht's da lang? Sackgasse. Sehr schön. Ich mag Sackgassen. Dann weiß man, dass man da nichts mehr machen muss. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo man da genau rauskommt. Wo war denn das? Ist es bei der Vulkanfestung unten drunter oder so? Mal gucken, wo wir rauskommen. Und den hatte jetzt niemand eine Karte dabei. Schade. Oh, ein Edelstein. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay, da brauche ich noch einen Schlüssel. Nase mal Gaxassen. Was sind denn Gaxassen? Oh, hallo. Oh, nee. Wow. Nein, 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 nein. Komm schon, schieß. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Dieses Kampfsystem geht mir gerade so auf den Sack. Ohne Scheiß. Da merkt man halt den Unterschied, wie perfekt das Kampfsystem von Gothic 1 und 2 eigentlich war. Wie genau vor allem. Da merkt man erst den Unterschied. Das unterschätzen halt viele. Ja, das Kampfsystem ist hier ein bisschen cooler. Aber das in Gothic ist halt viel genauer. Viel genauer. Und deswegen, also ich werde in Risen keinen No-Hit-Run machen, Guys. Das könnt ihr vergessen. Wir wollten ja gucken, ob wir No-Hit-Run hier machen. Naja, wir haben auch schon mal einen Bogen-Only-Run gemacht in Gothic 2. Und das lief richtig gut. Das hat Spaß gemacht sogar. Das war richtig cool. Und das kannst du halt auch machen. In Risen ist das eher so nervig. Ja, es ist schwammig so ein bisschen, ne? Ungenau. Ungenau so ein bisschen. Was will Mensch? Dorkent Mensch. Mensch, Freund von Dork. Ja, wir sind uns schon mal begegnet. Dork gefangen von Schuppige. Mensch befreit Dork. Besonders lange konntest du deine Freiheit ja nicht genießen. Dork jetzt wieder gefangen. Ja, also das Gothic-Kampfsystem ist halt richtig, richtig präzise. Klar, es gibt manchmal so ein paar blöde Bugs, wo ein Pfeil nicht richtig trifft. Sowas, das sind aber Kleinigkeiten. Ich finde, das Gothic-Kampfsystem ist halt sehr, sehr exakt. Du kannst in 95% der Fälle kannst du vorher abschätzen, was passiert, wenn du zum Beispiel jetzt zuhaust oder da einen Feuerball reinwirfst oder da mit dem Bogen drauf schießt. Das ist abschätzbar. Das ist berechenbar, das Kampfsystem. Deswegen kann man in den Spielen auch einen No-Hit-Run machen. Meiner Meinung nach. Das geht halt in vielen anderen Spielen nicht, weil das Kampfsystem halt Schrott ist.
Aber Schuppiger zaubert bösen Zauber auf Dork. Dork eingesperrt, Dork wieder eingesperrt, Dork mächtig sauer. Du bist frei. Dork schuldet Mensch das Leben. Dork will Schuld tragen. Für Ehre von Dork. Dork wird helfen. An Seite stehen, an Seite kämpfen. Das Gesetz der Ehre. Ich verfolge ein paar Echsen. Echsen? Echsen? Dork sagt Schuppige. Verstanden. Dork wird Leben schützen und Feinde töten. Hi, Mr. Tasso. Einen großen Kerl wie dich könnte ich schon gebrauchen. Dork groß und stark. Dork und Mensch kämpfen für Ehre. Ehre! Du spricht, Dork folgt. Kann man denn überall hin mitnehmen jetzt? Ja! Ja! Hat der Bock? Der hat Bock. Komm, wir prügeln jetzt Echsen. So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Warte mal, ich kann ja mal auch auf die Karte gucken. Wo zum Fick bin ich? Hier war ich noch gar nicht. Wo zum Fick sind wir? Ich kann das gerade gar nicht zuordnen. Ich muss mich mal umsehen. Das ist in der Nähe von Eldritch, ne? Ja, den Sprecher von dem Ogre kenne ich auch, aber den kann ich gar nicht zuordnen. Den kann ich gar nicht zuordnen, muss ich gestehen. Wo der sonst noch gesprochen hat. Weiß das jemand von euch? So, ich speichere mal wieder regulär. Jagdtrupp. Ich freue mich ja auch schon auf Risen 2, das endlich mal durchzuspielen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Empfehlt ihr eigentlich bei Risen 2 auf Musketen zu gehen oder eher auf Voodoo? Was meint ihr denn? Was ist denn cooler? Können Voodoo-Zauber was? Nee, ich habe Risen 2 immer nur bis zur ersten Insel oder so gespielt. Musketen sind OP. Hi Konrad. Ja, wie ist das mit Voodoo? Ist Voodoo auch geil? Ist Voodoo cool? Weil Voodoo klingt auch ziemlich geil irgendwie, ich weiß auch nicht. Alter, wie der zuhaut hier. Alles war zu easy von Anfang, ja. Voodoo ist Bullshit, echt? Schade. Weil klingt halt immer so cool, ne? Kann man nicht beides lernen? Musketen und Voodoo? Kann man nicht beides lernen? Der steckt ja auch geil im Boden. Also wie eine Fraktion. Boah, das ist ja dumm. Das heißt, ich kann mich auch nicht den Eingeborenen anschließen, wenn ich mit Musketen spielen will, korrekt? Oh, hier sind überall noch Krallenfalter. Hier war ich noch gar nicht. Musketen kann man trotzdem lernen?
sehe schon, hier sind wieder widersprüchliche Aussagen. Muss ich wieder selber gucken, oder wie? Ja, also, wie gesagt, auf Risen 2 habe ich irgendwie Bock. Aber als nächstes eh erstmal Enderal. Enderal. Elex weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Erstmal die Risen-Teile. Eins nach dem anderen. Eins after dem anderen. Wieso wird das hart? Ach, deswegen bin ich hier nicht hoch, wegen der Aschenbestie. I remember. Hör mal auf, so rumzuhüpfen, du Aschenbestie, du. Was ist unschön? Ich hab schon schlimmere Rollenspiele durchgezogen, zum Beispiel Dungeon Lords, falls das jemand kennt. Vielleicht durchgespielt. Ich habe Götterdämmerung durchgespielt, ich habe Arcania durchgespielt. Wenn der Multiplayer von Dungeon Lords nicht so broken wäre, dann hätte ich das schon längst mit irgendjemand durchgespielt im Koop. Ah, der Multiplayer ist halt so am Arsch. Der ist halt so hinüber. Was machst du hier? Du wolltest doch zusammen mit dem Inquisitor in den Vulkan. Hast du schon etwas herausgefunden? Ich verfolge einen Trupp Echsen. Sie sind den Weg runter, Richtung Jagdhütte. Wenn du dich beeilst, kannst du ihn noch einholen. Okay, danke für den Hinweis. Aber nichtsdestotrotz mag ich trotzdem Dungeon Lords. Auch wegen dem Trash-Faktor. Oh, Fringe. Fringe kenne ich jetzt aber nicht, Anubis. Scheiße. Wir brauchen was, das wir beide kennen. Du hast das übersehen? Was hast du denn übersehen? Ja, wir sind ja dann zusammen hier im Chat und können... Oh, das ist eine Quest. Und können dann über das Spiel labern. Das macht's ja nochmal besser. Gute Nacht, Hartmoor. Ja, mal gucken. Wird schon seinen Grund haben, dass ich das irgendwie durchgeschafft habe. Ja, jetzt muss ich wieder in den Vulkan. Geh in Berg. Pass auf Schuppige. Pass auf Menschen. Keine Sorge. Die Menschen sind auf meiner Seite. Menschen wie böse Zauberer. Besser niemals Rücken zeigen. Niemals einschlafen. Keine Sorge, ich passe schon auf. Dog war mit Mensch gemeinsam in Kampf und Suche. Nun geh alleine. Bring zu Ende, was längst begonnen. Ja, okay. Diese Viecher. Wo kommen die her? Sie sind tot. Das ist alles, was zählt. Um ein Haar hätten sie mich getötet. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall besser aufpassen. Was?
Okay. Können wir von dem die nächste Bogenstufe lernen? Kommen einfach hierher. Ja, ja, bla bla bla. Nee, kann er nicht. Scheiße. Muss es in den Sumpf wieder? Naja, von mir aus. Machen wir schnell. Dann haben wir nämlich endlich das Bogen hinter uns. Dann haben wir Stufe 10 Bogen und dann geht es mit dem Spannen schneller. Wenn ich schon hier bin, kann ich eigentlich auch gleich mit Don Esteban reden, dass wir jetzt wieder in die Hafenstadt dürfen? Geht das? Ist dies Possibru? Wir haben das goldene Tor in der Vulkanfestung geöffnet. Und? Habt ihr den Ursprung des Übels hier auf der Insel schon gebannt? Wir arbeiten noch daran. Gut. Und weiter? Was ist jetzt mit meiner Hafenstadt? Wird der Inquisitor sie endlich aufgeben und seine Ordenskrieger zurückpfeifen? Mendoza ist noch im Tempel und hat ganz andere Sorgen als die Hafenstadt. In Ordnung. Dann wirst du jetzt in die Hafenstadt gehen und mit dem Möchtegern-Kommandanten der Stadt sprechen. Geh zu Carlos und mach ihm klar, dass er seinen Posten räumen soll. Sonst wird er die Konsequenzen tragen müssen. Meine Geduld ist bald am Ende. Sag ihm das. Okay. Von mir aus. So, Bogen lernen. Ja, am Samstag spielen wir ja auch Portal Reloaded. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Die Mod hat ja wohl den Kniff, dass es neben den zwei Portalen noch ein drittes Zeitreiseportal gibt. Was dann nochmal komplett abgefuckt wird. Da bin ich mal gespannt, wie schwer die Rätsel werden. Nee, wir sind bei 165, weil wir haben schon leider keine Heldenkrone mehr gefunden. Wir haben 13 Heldenkronen gefunden. Ich weiß aber nicht, wie viele es gibt. Freitag ist mal wieder Open-End-Stream, ja. Machen wir auch wieder No-Hit-Run Gothic mal wieder. So, die ganzen Ringe wieder ablegen hier, das Amulett und dann Bogen lernen, Stufe 10. Was? Ja, Trilogie. Probieren wir mal wieder. Unterrichte mich im Bogenschießen. Ziele immer auf die verwundbaren Stellen deines Ziels. Meist wird es weit entfernt sein. Wenn du nicht genug Schaden machst, kann es fliehen, ohne dass du was dagegen unternehmen kannst. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch fertig, sind wir Bogenmeister. Ich habe alles im Streamplan. Guzio. Im Streamplan steht alles drin. Yay, wir haben Bogenstufe 10. Jetzt können wir anderen Kram skillen. Was lohnt sich denn jetzt noch zu skillen? Brauchen wir noch irgendwas? Ich meine, wir könnten Akrobatik skillen, dann brauchen wir da keinen Ring mehr dafür. Wir können Axtkampf noch lernen. Schwertkampf haben wir ja sogar ein bisschen gelernt. Weiß ich nicht. Gut, wir machen ganz kurz Pause. Ich habe ein dringendes Bedürfnis. Machen wir 5 Minuten. So, bis gleich. So. Hallo. Wo waren wir denn? Ach ja, wir haben Bogen gelernt, ne? Wir haben Bogen gelernt, da muss ich direkt nochmal einen extra Speicherstand erstellen. Bogen gelernt. So, mal gucken, wie schnell wir spannen. Oh, es ist einfach so schön. Oh, es ist so schön. Oh, so schön. Endlich vernünftiger Skill. Ja, vorhin hat jemand gefragt, Heldenkrone, wie viel gibt's denn insgesamt in-game zu finden in der Wilderness? Wie viel gibt's denn? Ich glaube 13 hatte ich gefunden bisher. Oha. Ja, okay, das war ein bisschen schwierig. da fehlen noch 7. Wobei 13 ist nicht schlecht. Für so random rumgelaufen ist 13 nicht ganz scheiße.
Und wir waren ja auch noch nicht überall. Wir haben ja noch nicht alles erkundet. So, ich hoffe, die Falle ist noch deaktiviert. Hier ist sehr gut. Gucken, ob wir noch einen Dialog mit Mendoza haben. Was für eine Dose? Mendoza. Mistvieh, ich hoffe, du hast einen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Oh, dann können wir die Karte geben. Das Tor kann man nur von innen öffnen. Wir müssen uns durch die Wand hacken. Hier hast du die Karte wieder. Komm mit. Zeit für sonst kämpfen. Durch die Wand hacken? Ich mich nicht darum kümmern. Die anderen Viecher machen wir. Ja, ich erkunde aber erst nochmal. Ich habe da noch nicht alles erkundet. Findest du meine Stimme toll? Moment. Bitte hiederin morgen in an solen nubran, in an voklana borjade hunga. Baja trollet friede till vager ungersven, hon haden falskliger tunga. Hermanneli, Hermanneli, trulloven i mi... Okay. Ja, ich weiß, das kommt immer unerwartet. Aber hauptberuflich... hauptberuflich, Cassian, vertone ich Pornofilme neu. Ins Deutsche, ja. Ich spreche sowohl die männliche als auch die weiblichen Stimmen. Ja. Wieso glaube ich dir das nicht? Ich weiß auch nicht. Was ist denn der jetzt schon wieder hier? Nee, ich bin hauptberuflich Manager/Teamleiter im IT-Wesen. Ich weiß nicht, also Regionalkarte sieht man nicht. Ja, am Freitag gibt es übrigens Schmusig-Stream, ne? Freitag 19.30 Uhr, bevor wir dann Gothic Trilogy No Hitrun machen. Gibt's Anime-Cartoon-Musik-Stream. So, Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Oder auch, diesmal wirklich. Ach, halt die Klappe. Jawohl. Ich glaube, die habe ich sogar, Konrad. Ich glaube, die habe ich geholt. Ich meine, die hätten wir geholt. Oder unter dem Meer, da wo es nass ist, da wo es krass ist, unter dem Meer. Sind da neue Echsenviecher gespawnt? Die waren doch vorhin nicht da. Ah, das Spannen ist so toll, dass es so schnell geht. Ja, aber danach machen wir, glaube ich, wieder ein Mittelalter-Musikstream mal wieder. Ich habe mal wieder Bock auf ein paar Mittelalter-Lieder. Da waren wir schon. Schandmaul und so. Fersengold. Weil ich bei Fersengold irgendwie das Gefühl habe,
Die entwickeln sich immer mehr zu einer Art Schlagerband. Geht's nur mir so? Ich weiß nicht. Ich kann mit den neuen Fersengold-Alben meistens überhaupt nichts anfangen. Irgendwie entwickeln die sich für zumindest für meinen Geschmack so ein bisschen zu so einer Schlagerband mit den Liedern. Ich höre da nicht mehr viel Unterschied. Oder geht es vielleicht wirklich nur mir so? Oh, hallo. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ich hab mich verlaufen. Muss ich vielleicht da hier rein oder dich töten, ja? Hi, Golme. Gut, ich dachte, ich bin wieder der Einzige, der dem das so geht. Mit Fersengold. Irgendwie dachte ich mir beim letzten Album schon so, da fehlt jetzt nicht mehr und das fehlt nicht mehr viel und das ist mager. Schlager. Ach, und nochmal. Nochmal von vorn. Abgebrochen. Ach, und nochmal. Geht doch. Gute Nacht, Myrtle. Tom und Jerry Kids, Gott, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Da klingelt nur was ganz dunkel. Ich bin in Kapitel 3, Gate. Also ich bin gerade mit Mendoza hier unterwegs in diesem Tempelkomplex. Ja, mittlerweile sind sie sehr weit weg von dem, was sie mal waren. Golme. Hatte ich auch das Gefühl. Auch in den Videos werden sie immer weniger Mittelalter irgendwie. Na, mal schauen. Muss ich halt weiter Santiano hören. Hoch im Norden ein ewiges Licht. Eine Kerze, die nicht erlischt. Wenn sich die Sonne Nachtschlafen lebt, zeigt der Nordstern schweigend den Weg. Hi, ready to run. Hallöle. So, was macht ihr denn hier? Brauch ganz, ganz dringend diesen Auto-Aim zurück aus Gothic. Ganz, ganz dringend. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Die Wand sieht verdächtig aus. Aha, hier braucht es wieder ein Altar mit irgendeiner Büste. Wir sollten hier bleiben. Hier ist eine gute Verteidigungsstellung. Wenn wir uns zu sehr verteilen, sind wir verwundbar. Alles klar. Da, hinter dir, ein Echsenmensch. Was? Wo? Sag mal, bist du völlig bescheuert? Als ob es nicht schon... Hinter dir, dreiköpfige Affe! Oh. Mendoza, wo bist du? Weiter. Mendoza? Komm mit. Zeit zum Kämpfen. Los, Mendoza, hauen um. Mann, platt. Aua, doch nicht mich. Oh nein, jetzt hab ich mich... Ach, wieso geht der denn auf mich? Wow, der hat mich einfach getoo-hittet. Alter. Hat eine Armbrüste Auto-Aim? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube nicht. Oh wow, ich habe hier zuletzt abgespeichert. Fick dich doch, okay. Fick dich doch ein.
Das war, glaube ich, Dark Souls, was du meinst. Yay, mehr Content für euch, Guys. Wir können noch mal in der Gegend rumlaufen. Oh. Du ziehst den Typ voll in die Länge. Gut gemacht. So, Mendoza, diesmal machst du den Scheiß aber allein. Bis dann. Hier ist es. Durch diese Wand müssen wir durch. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Vince wird sich darum kümmern. Geh zu ihm. Er soll die Wand hier einschlagen. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Was hast du mit mir vor? Geh und sag Vince, er soll diese Wand einreißen. Wir beide kümmern uns um die weiteren Geheimnisse dieser Festung. Okay, dann suchen wir mal Vince. Bist du der Vince? Nein. Bist du der Vince? Du bist der Vince. Wir sollten ihn erstmal noch beklauen, warte mal. Oh, ich hab mich verklickt. Egal. Hat eh nichts Wichtiges dabei. Du sollst zum Inquisitor kommen. Zu Befehl. Nimm deine Spitzhacke mit. Was ist los? Wir müssen eine Wand einschlagen, um in die Krypta zu kommen. Beeil dich. Der Inquisitor wartet auf dich. Ich mache mich direkt auf den Weg. Alles klar. Ich rede ein bisschen rauer, damit ich männlicher wirke. Vince wird sich um die Wand kümmern. Gut. Was für eine Aufgabe hast du für mich? Komm mit, ich zeige es dir. Tell me what you really, really want. Ich kann mich daran... Ich hab ja schon wieder alles vergessen. Ne? Hier, siehst du diese Tür? Willst du die etwa auch einschlagen? Nein, aber ich habe hier diese Büste gefunden. Ich vermute, dass sie uns helfen wird, die Tür zu öffnen. Stell sie auf den Altar und mach dich bereit. Das finde ich halt wiederum ziemlich cool, dass man hier mit dem Inquisitor durch den Tempel läuft. Das fand ich ja im Schläfertempel immer so schade, dass man da allein reingeht. Schläfertempel in Gothic 1 wäre so viel cooler gewesen, wenn man die vier Freunde mitnimmt. So Lester, Milton, Gorn, Diego. Das wäre cool gewesen. Willkommen in der Gemeinschaft der Nasen. Xyndron, vielen lieben Dank für den Follow. Herzlich willkommen bei den Pappnasen. Dankeschön. Hallöle. Ja, Mendoza, jetzt siehst du mal, wie das ist. Wenn du auf die Fresse bekommst. Ist da noch einer? Oh ja, da ist noch einer. Los, Mendoza! Ich hoffe, wir kriegen bald noch einen besseren Bogen, weil das ist ja echt lästig hier. Das ist ja echt lästig. Ja, wobei, ich glaube, Xeros, das kommt ein bisschen darauf an, wen du mitnimmst. Zum Beispiel Koanga läuft ja tatsächlich ein bisschen mit und hilft dir. Und Diego... hilft ja auch bei Rätseln und sowas. Sentenza, komm doch mal her. So ungefähr, ja. Wusste ich es doch. Was? Hier gibt es noch mehr Wissen über diese Anlage. Bevor wir in die Krypta vorstoßen, müssen wir so viel wie möglich vorstoßen. Ich bin Ursigor, Herrscher über die Titanen, und dies ist mein Befehl. Niemand soll die Macht haben, die Titanen zu unterwerfen. Meine Diener sollen seine... Nein, das heißt meine, oder? Ach Mist, die letzten Sätze sind unleserlich. Ach mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. Hast du alles gelesen? Ja, aber ich konnte nicht alles entziffern. Dann müssen wir wohl in die Krypta, um herauszufinden, was da steht. Lass uns zu Vince gehen.
Ja, es gibt ja einen Gothic 1 Fanfilm, wo die ganzen Cutscenes und so und Spielsequenzen mit verbaut sind. Und da in dem Gothic der Film, da helfen ja die vier Freunde im Tempel mit. Für den Fanfilm haben sie sogar die Originalsprecher dazu geholt, um weitere Sachen zu vertonen. Und die Endsequenz ist dann auch so, dass der Held und die vier Freunde die fünf Herzen vom Schläfer alle auf einmal zerstechen. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. So hätte ich mir Gothic 1 gewünscht. Ich glaube, das wird es nochmal aufwerten. Da könnte man eigentlich auch relativ easy eine Mod bauen, denke ich. Weil man ja den Fanfilm als Vorlage hat. Oh, da hat er aber schnell was zusammengehackt. Du musst weiter. Wie sieht's aus? Hoffnungslos. Mehr als dieses kleine Loch ist nicht drin. Die Wand ist einfach zu massiv. Was sollen wir machen? Du wirst gehen. Du musst durch dieses Loch und uns die Zugbrücke öffnen. Ich werde die Leute vor dem Tor versammeln. Okay. Ja, da ist es noch nicht so, das stimmt natürlich. Ja, in Gothic 1 ist es noch nicht so ausgeprägt. Déjà-vu. Oh je, das sind auch schon wieder so viele Gegners. Oh fuck, das sind richtig viele. Da ist ein Tor. Schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Wo ist denn der Teil mit der Zugbrücke? Finde ich den hier irgendwo? Wo ich die denn runterlassen kann? Ausrufezeichen Follow Wage, glaube ich. Ausrufezeichen Follow Waage. Follow Wage. Okay, da komme ich nicht durch. Und jetzt komme ich auch nicht mehr hoch. Scheiße. Ja, okay, dann sind wir jetzt halt hier. Ist halt krass, wie schnell... Oh, scheiße. Es gibt ja auch noch untote Viecher. Von denen, die halten ja noch mehr aus. Ach du Scheiße, Mann, die vergieß es. Alter. Oh, what the fuck? What the fuck? Das müssen wir irgendwie anders machen. Oh, triffst du jetzt bald mal, ey? Dankeschön. Okay, der erste Echsenkrieger ist down. Buttercookies down. Oh, noch nee. Wo kommt denn der jetzt her? Das passt mir gerade gar nicht. Der killt mich. Ich war nie wirklich in Gefahr. Easy. Ja, auf Magier ist es aber echt strong, Xeros. Also Magier ist nochmal ein bisschen anders. Scheiße, wo kommt ihr denn jetzt alle her?
Oh oh. Das ist nicht gut. Also Magier mit magisches Geschoss ist echt strong. Da rotzt man einfach alles weg. Nein, ich nicht zu einem Altar. What the fuck? Torwächter. Ja, ich bin tot. Ah. Ja, also No-Hit-Run ist spätestens jetzt gestorben in Risen. Spätestens jetzt tot. It's dead. It's dead. Dead. Ja, wir spielen halt auch auf schwer. Das muss man halt auch dazu sagen. Was? Wo? Ah, da. Hallo. Und mal ernsthaft, wo kam jetzt dieser dumme Torwächter her? Und wo kam der? Hallo, Herr Wächter? Herr Torwächter, Hallüle. Wo sind Sie denn? Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Ja, Mili geht schon, wenn man ein gutes Schild hat. Dann geht das schon in Risen. Weil der Nahkampf ist relativ gut balanciert. Weil man vom Bogen jetzt nicht so behaupten kann. Ja, hier geht es scheinbar nicht weiter. Schauen wir mal da drüben. Der Torwächter muss ja irgendwo hergekommen sein. Ah, da kommen einige. Oh shit, da ist auch ein Priester. What the fuck? Oh Gott, nicht gesehen. Warum sind das so viele? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, aber das Problem ist ja, mit dem Bogen kannst du halt im Nahkampf dich nicht verteidigen. Mit anderen Waffen kannst du dich ja gut verteidigen, wenn du ein Schild hast oder so. Hier kämpft man sich durch mit den anderen? Ich brauch doch keine anderen, ey. Pff, anderen. Ich will die ganze Erfahrung für mich. Das ist meine Erfahrung. Meine! Sie gehört mir. Mein Schatz. Und außerdem, seit wann machen wir so Spiele so? Seit wann spielen wir Spiele so, wie es vom Entwickler gedacht ist? Ja, seit wann? Das wären ja ganz neue Anleihen hier. Aber wo zum Fick ist der Torwächter? Der Torwächter ist nicht da. Puh. Naja. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo ich hin muss. Hallo? Wisst ihr, wo ich hin muss? Hallo? Da ist schon wieder ein Altar. Eine Büste haben wir ja nicht, ne? Zurzeit. Nee. Aua.
mal ein paar Heiltränke schlürfen. Ist auch wieder nichts. Überall Sackgassen. Okay, hier speichert er automatisch. Hat das einen Grund? Bin ich da mit der Nautilus durchgekommen? Oder ist es woanders hier? Ich glaube, hier bin ich mit der Nautilus durchgekommen. Ja. Oh, hier scheint es irgendwo hinzugehen. Hallo? Ah, da waren wir noch nicht. Sehr schön. Aber ich denke, ein paar Heldenkronen werden wir noch finden. Im Startgebiet gibt es auch irgendwo ganz, ganz oben eine Stelle, wo man hinlevitieren kann. Ich meine, da wäre auch nochmal eine Heldenkrone gewesen. Jetzt sind wir hier oben, verstehe. Was machen wir denn hier oben? Gibt es hier was Cooles? Gibt es hier was zum Spielen? Und Schokolade? Oh, hallo. Ah, da ist der Torwächter. Wie kam der denn da runter, ey? Ein Schlüssel. Ich habe nirgendwo ein Schlüsselloch gesehen. Okay. Ach, da ist eine Winde. Ah. Vielleicht für das? Aha. Da geht's weiter. Wir haben den Weg gefunden, Guys. Wir haben es gefunden. Wir haben blau und schlau gelöst. Ich habe gerade Windel verstanden. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, das war nicht schlau. Ich häng schon wieder fest. Dass der Held auch nicht rückwärts gucken kann, ne? Gute Nacht, Evil. Danke fürs Dabeisein. Bis Freitag spätestens. Morgen ist ja Pause, ne? Dann denken, Donnerstag ist immer Pause hier. Oh, das ist ein super Punkt zum Schnellspeichern. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da rauskomme. Das war ein super Punkt für Schnellspeichern, muss ich schon sagen. Baby! Ich habe aus irgendwelchen Gründen überlebt. Nice. Brauche auf jeden Fall dringend einen besseren Bogen noch. Ich hoffe, ich krieg da bald einen. Komme ich theoretisch jetzt schon an den Titanbogen ran? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss erst in Kapitel 4 sein. Wahrscheinlich. Für den Titanbogen. Oder für den nächst besseren Bogen. Erinnert mich so ein bisschen an Orkfriedhof, dieser ganze Tempel hier. Ja, das wird bestimmt super, Caro. Das wird super. Ja, wir müssen gucken. Wenn ich noch Zeit habe, wenn ich vor allem Lust habe, dann schauen wir mal, ob wir die ganzen Heldenkronen noch sammeln, damit wir auf die 200 Decks kommen. Das goldene Tor. Es muss einen Weg hineingeben. Such das Grab von diesem Ursegor. Vielleicht findest du dort einen Schlüssel. Ursegor. Ursegor? Ursegor. Ah, da ist ein Schloss. Vielleicht muss ich da rein. Oh, daran kann ich mich erinnern. Da kann ich mich dran erinnern. Ursegor.
Daran kann ich mich erinnern, Guys. Das ist eine schlechte Idee. Warum denn? Das ist eine schlechte Idee. Hallo, Herr Gore. Ein Mensch. Letztendlich ist ein Mensch gekommen, nach so vielen Jahren. Hallo, Geist. Du bist also... Ich bin Urse Gore, der Titanenlord. Warum bist du hier? Was ist mit dir geschehen? Meine Geschichte ist lang und noch nicht vorbei. Aber du bist nicht gekommen, um über die Vergangenheit zu sprechen. Ich suche einen Weg, die Titanen zu bekämpfen. Das habe ich auch getan. Und ich war der Beste. Der Beste, der Beste, der Besten, Sir! Die sie einst gefangen hielten, sind gebrochen. Jetzt tobt der Kampf der Titanen wieder. Und ihr Menschen steht kurz vor dem Untergang. Sag mir, Mensch, was willst du von mir? I need your clothes, your boots and your motorcycle. Ich brauche eine Waffe. Die beste Waffe gegen einen Titan ist ein Titan. Vor über 1000 Jahren habe ich sie gejagt und eingekerkert. Du suchst eine Waffe? Ich habe eine Waffe für dich. Einen Titan des Feuers. Aha, ich verstehe. Wo ist der Titan des Feuers? Eingesperrt in einer Falle. Hinter dem goldenen Tor ist sein Gefängnis. Dort sitzt er in der Tiefe für alle Ewigkeit. Oder bis er befreit wird. Okay. Wie funktioniert diese Falle? Das Geheimnis liegt in den antimagischen Kristallen. Sie schwächen den Titan, damit er seine Kräfte nicht einsetzen kann. Ich habe ihn in die Tiefe gezwungen und sein Verlies mit einem Siegel der Antimagie verschlossen. Wie kann ich den Titan befreien? Alles, was ich dir anzubieten habe, ist ein Handel. Was? Du willst mit mir handeln? Obwohl mein Geist unsterblich ist, bin ich für alle Zeit an diesen Ort gebunden. Doch mich dürstet nach Freiheit. Erlöse mich von meinem Fluch. Befreie mich von meinen Ketten. Dann helfe ich dir, das Tor zu öffnen, das dich zum Titan führt. Erzähl mir von deinem Fluch. Damals sprach der dunkle Gott zu mir. Belia! Er machte mir ein Angebot. Die Titanen des Feuers sollte ich für ihn einsperren. Dafür versprach er mir, dass ich die Zeit überdauern würde. Und ich ging auf sein Angebot ein, jagte und fing die Titanen. Den letzten von ihnen sperrte ich hier, in diesem Verlies ein. Doch kaum, dass ich das Tor geschlossen hatte, versank der Tempel in der Tiefe. Ich war selbst Gefangener in meinem Verlies und bin es bis heute. Der dunkle Gott hat dich reingelegt. Das spielt keine Rolle mehr. Mein Körper zerfiel, mein Geist ist gebunden. So werde ich alle Zeit überdauern. Als Gefangener. Warum ist dein Geist gebunden? Ich kann mich nicht weit von meinem Körper entfernen. Ich werde niemals frei sein. Es sei denn... Es sei denn was? Die Verbindung von Geist und Körper kann auch der Tod nicht trennen. Nur dort, wo mein Körper ist, kann ich sein. Moment mal, du suchst doch nicht etwa einen neuen Körper? Nein, jedenfalls vorerst nicht. Es gibt einen Zauber, der es vermag. Ist das nicht die gleiche Stimme wie der fliegende Waliser aus Monkey Island 3? Mächtig genug, diesen Zauber zu wirken. Was ist notwendig, um den Zauber zu wirken? Der dunkle Gott stellte mir drei Diener an die Seite. Sul, Uthur, der Priester... Selseretz, das Tier, und Salsaran, der Wächter. Was, Saraza, LP? Er trägt einen Seelensplitter. Einen Splitter, der sie mit Kraft speist. Die Macht dieser Splitter wird ausreichen, um meinen Geist endgültig zu befreien. Ich soll dir also die Splitter holen? Du musst sie an dich nehmen, dann kannst du den Zauber wirken. Und was ist mit der Formel? Für diesen Zauber... brauchst du keine Formel. Wenn dein Wille stark genug ist,
wird ein Wort von dir ausreichen, um meinen Geist zu befreien. Aha. Mhm. Kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Weiß ich alles nicht mehr, ey. Es ist alles so weg. Sie sind hier in den Kammern der Krypta. Diese Kammern sind vergittert. Du wirst den Schlüssel brauchen. Den ich wo finden kann? Ich lasse ihn hier zu meinen Füßen erscheinen. Und vergiss nicht, den Dienern ihre Schädel abzunehmen. Du wirst sie brauchen, wenn du das Tor öffnen willst. Das klingt alles sehr vertrauenswürdig, muss ich sagen. Und wenn ich dich befreit habe, hilfst du mir? Ich werde dir das überlassen, was du brauchst, um das goldene Tor zu öffnen. Doch zuerst wirst du tun, was ich von dir verlange. Ah, Echsenkopfbüste. Verstehe. Das ist eine schlechte Idee. Ja, stimmt, da ist das Okular vom Inquisitor. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig, das kann doch kein Zufall sein. So, hilft mir dabei wenigstens jemand? Kann ich mit Mendoza sprechen? Na, da steht er immer noch wie festgenagelt. Ich habe Ursigor gefunden. Der Herr der Titanen? Er lebt doch nicht etwa. Sein Körper ist längst tot, doch sein Geist ist immer noch hier. Was hat Ursigor gesagt? Er hat einen Titan des Feuers eingesperrt, hinter dem goldenen Tor. Hat er auch gesagt, wie wir ihn uns zunutze machen können? Nein, jedenfalls noch nicht. Mhm. Ursigor will befreit werden. Erst dann wird er uns helfen, das goldene Tor zu öffnen. Gut, du wirst dich darum kümmern. Ich werde mal sehen, ob er auch mit mir spricht. Wieso eigentlich immer ich se? Ich will nicht mehr. Mach doch euren Scheiß allein. Ich suche mir eine schöne Hütte im Hafen. So nämlich. Weil du der Held bist. Ja, okay, ist gutes Argument. Sehr gutes Argument. Aber wo ist gutes Argument? Leute, ich bin heute wahnsinnig fertig. Ich bin so müde. Wir machen heute schon Schluss. 3 Wächter. Willst du bitte den Savegame so schreiben? 3 Wächter umhauen. Dann weiß ich auch, was wir nächstes Mal machen müssen. Willkommen in der Gemeinschaft der Nasen. Das ist Caps Lock. So. Simple Senju, vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei den Pappnasen. Dankeschön. So, ich will nämlich auch noch was essen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts Vernünftiges gegessen, so richtig. Ich habe noch echt Hunger und bin echt fertig. Schlecht geschlafen. Yeah! Oh yeah. Gut, liebe Leute, dann danke euch für den Stream. Wir sehen uns am Freitag wieder, 19:30. Ich freue mich. Musik und danach Open-End-Stream. Gothic, Trilogy, No-Hit, Training, Kram, Zeug. Schlaft schön. Peace, morgen. Freitag wollte ich sagen. Denkt dran auf dem Discord, wünscht dir was Woche, ne? Schön auswählen. Tschüssi.